Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 2, aktuelle Stunden. Die Fraktion der Piraten und die Fraktion der CDU haben jeweils mit Schreiben vom 3. November diesen Jahres gemäß § 95 Absatz 1 der Geschäftsordnung zu einer aktuellen Frage der Landespolitik eine Aussprache beantragt. Die aktuelle Stunde der Fraktion der Piraten trägt den Titel »Warum spiegelten sich die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes zur erwarteten Größe der rechten Demo in Köln nicht in einer angemessenen Gefahrenanalyse und einem entsprechenden Einsatzkonzept der Polizei wider?« Diese Beantragung trägt die Drucksachennummer 7211. Die aktuelle Stunde der Fraktion der CDU trägt den Titel »Innenminister Jäger verwickelt sich in Widersprüche, neue Erkenntnisse zum Gewaltexzess von Köln«. Hier die Drucksachennummer 7212. In Verbindung damit beraten wir den Antrag der Fraktion der FDP, Drucksachennummer 7168, gefährliche Entwicklung neuer Allianz von Hooligans und rechter Szene gegen Salafisten und Polizei entschlossen entgegentreten. Ich verweise weiterhin auf den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, Drucksachennummer 7234, zum Antrag der FDP-Fraktion. Ich eröffne die Aussprache und erteile als ersten Redner von Seiten der antragstellenden Fraktion Herrn Kollegen Düngel das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte meinen Wortbeitrag beginnen und zunächst erstmal den Einsatzkräften danken, die am vorletzten Sonntag vor Ort in Köln waren und besonders den vielen verletzten Einsatzkräften, die vor Ort waren, zunächst alles Gute und vollständige Genesung wünschen. Bedanken möchte ich mich aber auch bei den vielen Antifaschistinnen und Antifaschisten, die am vorletzten Sonntag in Köln auf der Straße waren, gegen die Nazi-Demo auf der Straße standen, die jeden Tag da draußen sind, unterwegs sind und den braunen Mob versuchen, aus der Öffentlichkeit zu verdrängen. Am vorletzten Sonntag gelang dies allerdings nicht, weil sich dort ein rassistisches, gewaltbereites Bündnis gefunden hat, welches von Polizei und Verfassungsschutz massiv unterschätzt wurde. Ich selber war in Köln auf der Gegendemonstration und habe viele Eindrücke mitnehmen können, die ich versuche, Ihnen ein kleines bisschen zu schildern. Ich bin von Oberhausen aus mit dem Zug angereist nach Köln gegen 12.30 Uhr. Ich gehe seit 1987 ungefähr, ja, war eine Dienstreise, genau, werden Sie als CDU-Fraktion allerdings vermutlich nicht verstehen. Ich gehe seit 1987 zum Fußball. Ich behaupte von mir, mich ziemlich gut in der Fußballszene auszukennen. Als ich um 12.30 Uhr am Oberhausener Hauptbahnhof eingetroffen bin, war ich relativ schockiert, weil dort auch schon eine Gruppe von 30, 40, vielleicht 50 Hooligans versammelt war zu diesem frühen Zeitpunkt und ebenfalls auf dem Weg nach Köln war. Ich habe mir gedacht, okay, gucken wir mal, was der weitere Tag so bringt. Ich saß dann im Zug, im Regionalexpress nach Köln, der dann über Duisburg, Düsseldorf, Leverkusen dann seinen Weg nach Köln brachte. Nirgendwo, weder in Oberhausen am Hauptbahnhof, noch im Zug, noch in Duisburg, wo weitere 100, 150 Nazis in den Zug einstiegen, in Düsseldorf, wo weitere 60, 70, 80 Nazis in den Zug einstiegen, nirgendwo, an keinem Standort war Polizei zu sehen. Ich war im vordersten Waggon dieses Zuges, da saßen glücklicherweise noch relativ wenige, das war übrigens die zweite Klasse, ich weiß nicht, habe ich verstanden. Es waren relativ wenige Nazis in diesem Waggon, vielleicht 10 bis 20 am Ende. Ich habe dennoch gesehen, dass sehr viele Passanten, sehr viele Mitfahrer geschockt waren von dem, was dort so gesprochen wurde, welche Rufe dort schon skandiert wurden am frühen Morgen.
Und das ging letzten Endes bis Köln so weiter. In Köln angekommen, waren schon ungefähr 1000, 1500, also ungefähr 1000 auf dem Platz, auf dem Versammlungsplatz. Mit den 400, 500, 600, die nachher aus dem Zug ausgestiegen sind, waren schon gut anderthalb Stunden vor Beginn der angemeldeten Demonstration ca. 1500 Nazis in Köln versammelt. Nach wie vor wenig Polizeipräsenz. Am Bahngleis waren zwei Gruppen Polizisten mit ungefähr jeweils 10 Beamten, die diesen Ansturm dann zu bewältigen hatten. Ich habe mir den Versammlungsort angeschaut, der mit Flatterband gekennzeichnet und eingezäunt war. Also Flatterband wissen wir alle, bei einer zu erwartenden gewaltbereiten Demonstrationsmasse hält natürlich so ein Flatterband auch wirklich einiges zurück. Ich kenne andere Demonstrationen, gerade da, wenn Antifaschisten aktiv sind, da stehen direkt Hamburger Gitter, es wird alles aufgefahren, was irgendwie möglich ist, am besten direkt sichtbar Wasserwerfer, damit die Stärke der Polizei auch von Anfang an zu sehen ist. Es gab auf der friedlichen Gegendemonstration keinerlei Versuche, zur Nazi-Demo zu gelangen. Versuche andersrum gab es allein 4 Stück, die ich verfolgen konnte, wo Nazis immer wieder ungehindert an die Gegendemonstration herangekommen sind, und zwar nicht in kleinen Gruppen mit 5 oder 10, sondern in großen Gruppen, teilweise bis zu 100 Leute, die ungehindert durch den Kölner Hauptbahnhof durchziehen konnten und an die Gegendemonstration rangekommen sind. Jetzt haben wir diese Demonstration dann dort in Köln gehabt, da treffen sich Hooligans. Hooligans sind jetzt eher so wenig bekannt, dass die vielleicht zu einer Demonstration gehen und damit Glitter und Konfetti auftauchen und irgendwie eine schöne bunte Party machen. Hooligans sind gewaltbereit. Es war davon auszugehen, dass bei dieser Veranstaltung erstens nicht nur 1500 Menschen anreisen werden, sondern weitaus mehr. Informationen gab es zu Genüge. Es gab genügend Vorwarnungen. Ich frage Sie, Herr Innenminister Jäger, warum wurde auf diese Vorwarnungen nicht gehört? Es gab Vorwarnungen von der Bundeszentrale für politische Bildung schon vor Monaten. Es gab Vorwarnungen aus der gesamten Fußballszene, aus den Ultraszenen, aus den links aufgestellten Ultraszenen. Wir können über Aachen reden, wo vor über einem Jahr schon viele rechtsextreme Vorfälle gewesen sind. Wir können über Braunschweig reden, wo linke Ultragruppen des Stadions verwiesen wurden und den Rechten dort viel Platz gemacht wurde. Basis offenbar der Polizeieinschätzung sind die CIS-Zahlen. Wir haben uns auch hier im Landtag schon über die CIS unterhalten. Wir wissen, und das spätestens seit dem vorletzten Sonntag, sollten auch Sie, Herr Minister Jäger, das wissen, diese Zahlen sind absoluter Murks. Die Experten seinerzeit haben uns auch schon recht gegeben. In der Datei Gewalttäter Sport wird von ca. 90 rechtsmotivierten Hooligans der Kategorie C gesprochen. Das ist völliger Unsinn. Ich habe 4.500 am Sonntag in Köln gesehen. Ich frage Sie darüber hinaus, Herr Minister Jäger, warum waren offenbar die meisten szenekundigen Beamten nicht im Einsatz bzw. wurden nicht angefordert? Warum wurde mit denen nicht gesprochen? Wieso darf eine solche Veranstaltung mitten in Köln am Kölner Hauptbahnhof stattfinden? Wieso nicht irgendwo, wenn sie denn stattfindet, irgendwo weit außerhalb? Mit wie vielen Demonstranten, klären Sie das bitte umfänglich, mit wie vielen Demonstranten wurde im Vorfeld wirklich gerechnet? Die Zahlen weichen ab. Der Lagebericht der Polizei wenige Tage zuvor spricht noch von 700 Demonstranten, die zu erwarten waren. Laut Pressekonferenz waren 4.000 zu erwarten. Ich frage Sie, wie schätzt der Verfassungsschutz die Lage ein? Wie bewertet die Landesregierung die Lage? Sowohl im Vorfeld, ich komme zum Ende, Frau Präsidentin, sowohl im Vorfeld als auch jetzt in der Nachbetrachtung. Wofür brauchen wir einen Verfassungsschutz, wenn dieser den eigentlichen Aufgaben dann am Ende tatsächlich nicht nachkommt? Herr Minister Jäger, es gibt viele Ansätze, es gibt viele Programme, wie zum Beispiel FIF von der Deutschen Fußballliga, was initiiert wurde. Beteiligen wir uns als Land an solchen Maßnahmen. Lassen Sie uns gemeinsam diesen Weg gegen Rechtsextremismus gehen. Wir werden auch morgen noch einen weiteren Antrag von uns behandeln. Und ich darf Sie jetzt schon bitten, dem Antrag morgen zuzustimmen. Ich darf Sie, Frau Ministerpräsidentin, bitten, sich dieser Sache persönlich auch anzunehmen. Es geht gegen Nazis, gegen Rechtsextremismus. Und das sollte uns alle 237 Abgeordneten und das komplette Kabinett was angehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Dümmel. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Laschet.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kollege Düngel hat es gerade beschrieben, was an diesem Sonntag vor zwei Wochen geschehen ist. Die größte gewalttätige Demonstration von Rechtsradikalen in Deutschland seit vielen Jahren. Verletzte und verunsicherte Polizisten, Zweifel an der Wehrhaftigkeit unseres Rechtsstaats bei vielen Bürgern und erneut ein nachhaltiger Schaden für Nordrhein-Westfalen und das Bild unseres Landes. Und die Frage ist, die wir uns bei der heutigen Debatte stellen müssen, wie konnte es dazu kommen? Hätte man das verhindern können? Diese Fragen sollte sich ein Innenminister stellen, in dessen Zuständigkeitsbereich so etwas passiert. Und diese Frage sollte sich, wenn sie das Land Nordrhein-Westfalen repräsentiert, auch eine Ministerpräsidentin stellen. Wir erleben in diesen Wochen wieder mal etwas, das jedem, der sich in diesem Landtag engagiert, wehtun muss. Überall in Deutschland scheint es zu gelingen, solche Demonstrationen zu verhindern. Hamburg hat von vornherein gesagt, wir tun alles, dass das bei uns nicht stattfindet. Sie wurde abgesagt. Der Berliner Innensenator hat das Gleiche gesagt. Hannover hat angekündigt, die Landesregierung wird alle Rechtsmittel ausschöpfen, damit nicht Bilder wie in Köln entstehen. Nur wir produzieren diese Bilder durch Untätigkeit im Vorfeld. Und das ist unsere Kritik. Es war von Anfang an klar, dass das keine politische Demonstration ist. Ich habe mal bei Wikipedia nachgeguckt. Hätten Sie auch machen können im Vorfeld. Da wird zitiert, was ist ein Hooligan? Und man zitiert den Duden. Der Duden sagt, seit 1991 aufgenommen, Hooligan sind meist im Gruppenverband auftretende Jugendliche, dessen Verhalten von Randale und gewalttätigen Übergriffen bei öffentlichen Veranstaltungen gekennzeichnet ist. Das ist die Aussage. Und dann ist Antragsteller ein Pro-NRW-Funktionär. Und dann wird in den Netzwerken von Rechtsradikalen geworben bei dieser Demonstration der Hooligans, die nichts anderes im Kopf haben, als Gewalt auszuüben, mit dabei zu sein. Und in einem solchen Moment kommt niemand auf die Idee, mindestens mal zu versuchen, das zu verbieten. Natürlich ist das bei Verwaltungsgerichten und beim Bundesverfassungsgericht nicht einfach. Aber bei jeder NPD-Demonstration, die irgendwo stattfindet, versuchen die Städte mit allen Mitteln die Demonstrationen zu verhindern. Nur wenn, Sie wussten es ja alles vorher, 4000 gewaltbereite Hooligans mit Rechtsradikalen aufrufen, da tut man gar nichts und lässt die mitten in der Kölner Innenstadt demonstrieren. Und deshalb, Frau Ministerpräsidentin, frage ich Sie, haben Sie Ihren Innenminister einmal im Vorfeld gefragt? Sie waren ja am Freitag in Köln und haben Ihre Sorge ausgedrückt, aus einem anderen Anlass waren Sie da. Was wird denn da passieren? Haben Sie ihn denn mal gefragt? Könnt ihr das nicht verbieten? Muss das sein, dass das am Sonntag hier in Köln stattfindet? Wenn Menschen in anderen Bundesländern einen wehrhaften Rechtsstaat erleben, erleben wir einen Innenminister, der mehr mit der Selbstverteidigung beschäftigt ist, als mit dem Rechtsstaat in diesem Land. Und das ist ein Zustand, den wir so nicht weiter akzeptieren können. Und das waren die Vorgänge im Vorfeld. Jetzt ist das Ding passiert. Jetzt sehen wir die Bilder am Fernsehen am Sonntagabend. Und was ist die Frage, was macht man denn dann? Dann wird doch jeder Innenminister zunächst in sein Ministerium fahren, aufklären, aufbereiten, abstimmen, die Fachleute zusammenrufen und dann vor die Presse treten und sagen, wie war die Lage. Herr Jäger macht das anders, geht direkt morgens ins Frühstücksfernsehen. Bevor irgendein Fachmann ihm etwas sagen kann, verkündet er, das Polizeikonzept hat funktioniert, die Lageeinschätzung war ziemlich präzise. Wir wussten ganz exakt, wie viele Teilnehmer kommen. Wir haben alles richtig gemacht. Und im Laufe des Tages merkt man, dass das nicht so ist.
Die Menschen haben die Bilder vor Augen, wie rechtsradikale Gewalttäter frei durch Köln laufen, wie Polizeiwagen umgestürzt werden, wie 50 verletzte Polizisten da sind. Und Herr Jäger erklärt, es hat alles funktioniert, wir haben alles im Griff, es ist alles gut gegangen. Und dieses ist unsere Kritik. Das ist die Art, die Sie bei jedem Vorgang machen, bei jedem einzelnen Vorgang. Wir diskutieren nachher über Burbach. Es war das Gleiche. Alles im Griff, alles gewusst, konnten wir nicht verhindern. Und deshalb, Frau Ministerpräsidentin, mir hat ein Polizist in diesen Tagen geschrieben. Ich will den Brief mal zitieren. Das ist ganz selten. Wir haben relativ viele Briefe in den letzten Tagen von Polizisten bekommen. Da schreibt einer, ein gewaltsames Vordringen in die Innenstadt hätten wir bei entsprechender Entschlossenheit des Gegenübers nicht verhindern können. Wären aktionsorientierte Gruppen mit Migrationshintergrund, beispielsweise Salafisten oder ganz normale türkische Bürger, in Sichtweise gewesen, hätte es zu offener Konfrontation unter Inkaufnahme von Schwerstverletzten und Toten kommen können. Das ist keine Übertreibung, schreibt der Polizist, sondern meine persönliche Einschätzung der Aggressivität und der Dynamik am gestrigen Tag. Und deshalb gibt es eine Menge Fragen. War der Polizeieinsatz, der Kräfteeinsatz angemessen? Warum wurden keine Festnahmen und Identitätsfeststellungen realisiert? Warum wurde keine Bereitschaftspolizei aus anderen Ländern angefordert? Warum wurden keine Spezialeinheiten alarmiert? Alles das sind Fragen, die bis heute nicht beantwortet sind. Und deshalb möchte ich zum Ende einen, wie ich finde, sehr nachdenklichen Kommentar des Chefredakteurs des Kölner Stadtanzeigers am heutigen Tage zitieren. Herr Pauls schreibt, vorletzten Sonntag konnte man mit der Bahn zum Randalieren fahren, Fahrräder werfen, Nazi-Parolen rufen, Polizeibeamte verletzen, ein Geschäft überfallen, auf der Rückfahrt Bahnreisende belästigen, weitgehend ungestraft. Wenn das um Himmels Willen ein gelungener Einsatz der Polizei war, wie um Himmels Willen sieht dann ein Fehlschlag aus, wenn das alles nicht der Fall ist? Die Redezeit. Und derselbe Chefredakteur sagt dann, jeder kann irren. Jeder kann irren. Aber wer der Öffentlichkeit Sand in die Augen streut, riskiert ihr Vertrauen. Und deshalb, Frau Ministerpräsidentin, Sie sagen, es ist der beste Innenminister, den ich habe, ich halte an ihm fest. Sie sind dann in der Verantwortung, uns zu erklären, wie Sie in Zukunft die innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen sicherstellen wollen. Wir erwarten, dass Sie vor den Landtag treten und zu dieser wichtigen Frage eine Regierungserklärung abgeben und sich nicht weiter wegducken und diesen Innenminister in dieser Form decken. Danke, Herr Kollege Laschet. Für die FDP-Fraktion hat Herr Kollege Dr. Orth das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, immer wieder Jäger könnte man den Tagesordnungspunkt heute auch überschreiben. Immer wieder der Verantwortungsbereich des Innenministers, der Anlass gibt, uns hier damit zu beschäftigen. Deutschland und die Welt schauen auf Nordrhein-Westfalen, aber die Bilder sind leider keine Werbebotschaften, Herr Minister. Ich war mit der deutsch-chinesischen Delegation in China. Ich kam zurück in dem Moment, quasi als noch aufgeräumt wurde. Ich bin am Kölner Hauptbahnhof umgestiegen. Ich war in der Nacht im Flugzeug, als das passiert ist. Ich wusste also eigentlich von nichts. Es hat keine 3 Minuten gedauert. Da war ich im Bilde, was passiert war. Die schlimmen Ereignisse waren das Gesprächsthema rauf und runter, am Bahnhof, im Bahnhof. Die Menschen waren noch am nächsten Morgen verunsichert. Und das, meine Damen und Herren, in einem Land, wo 4 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund leben, wo wir die NSU-Morde
alle leider beklagen mussten und nicht verhindern konnten, wo wir Übergriffe hatten auf Asylbewerberheime durch Sicherheitsmitarbeiter hier in Nordrhein-Westfalen. Und dann stellen Sie sich hin, Herr Minister, und sagen, das polizeiliche Konzept hat funktioniert. Meine Damen und Herren, das ist eigentlich nicht möglich. Setzen Sie sich doch mit der Realität auseinander. Sie vertonen öffentlich, Neonazis auf die Springerstiefel treten zu wollen. In Köln, meine Damen und Herren, wurden Polizeibeamte, Reisende, Anwohner, Mitarbeiter der Unternehmen und Journalisten getreten. Das ist die Realität in Nordrhein-Westfalen. Es haben demonstriert nicht irgendwelche Fußballfans, wo ja dann die Bezeichnung Hooligan teilweise mit missbraucht wird. Nein, es waren Leute wie SS Sigi aus Dortmund, Heimatschutzleute, Rocker und ähnliche. Aber zu Rockern haben Sie ja auch Ihre Nähe, Herr Minister. Letztens wurden Sie ja mit Rockern auch in Duisburg schön fotografiert, konnte man in der Bildzeitung sehen. Ich glaube, Sie wissen nicht immer, wo Sie die richtigen Freunde und Feinde haben, meine Damen und Herren. Und wenn man dann auch mal überlegt, was ist eigentlich in der Woche davor passiert, vor der Veranstaltung in Köln. Da gab es eine Innenausschusssitzung, da wurde schon thematisiert das Ganze, da wurde darüber gesprochen, was passiert da am Wochenende. Und was war Tatsache? Es hieß, alles haben wir im Griff. Sie haben dann am nächsten Morgen, das wurde ja schon erwähnt, am Montag ebenfalls nochmal gesagt, wir hatten alles im Griff. Aber tatsächlich waren Sie von 700 Teilnehmern ausgegangen. Es waren aber 400. Herr Minister, warum wissen Sie nicht, dass viel mehr kommen? Bitte erklären Sie uns doch hier einmal die Diskrepanz zwischen dem, was wir alle bei Westpol sehen konnten, dass Sie von 700 Teilnehmern ausgingen und dass wir aber 4000 Demonstrantinnen und Demonstranten oder eher Schlägerinnen und Schläger beklagen mussten, meine Damen und Herren. Ich glaube, Sie haben es hier nicht so wirklich ernst genommen mit der Realität. Sie betreiben Schönfärberei, wie Sie das in all Ihren Politikbereichen tun. Sie relativieren die Einbruchsserien, Sie relativieren einfach alles. Und hier relativieren Sie auch wieder einmal die Lage. Leider aber holt Sie die Wirklichkeit ein. Ihre Schönfärberei lassen wir Ihnen auch nicht mehr durchgehen. Und selbst Ihre eigenen, Ihnen doch nahestehenden Herren von der GdP, zum Beispiel der Herr Plickert, der sagt, so ein Einsatz mit so vielen Beamten, der kann doch nicht erfolgreich verlaufen sein. Was sagen Sie denn Herrn Plickert, wenn Sie uns das schon hier versuchen, weiszumachen, dass es alles toll war? Oder was sagen Sie Ihrem Parteifreund, dem Kölner Oberbürgermeister? Was sagen Sie dem grünen Landesvorsitzenden Sven Lehmann? Was sagen Sie der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Stadtrat? Alle die sagen auch, das kann doch nicht sein, was hier alles passiert ist. Meine Damen und Herren, das war einer der schwärzesten Tage für die Innenpolitik in Nordrhein-Westfalen. Es war eine große Ansammlung von rechtem Gesinde. Und ich würde mir wünschen, dass der Innenminister hier deutlich kleinmütiger vor die Kameras treten würde, dass er Lösungen anbietet, dass er sagen würde, wie so etwas in Zukunft verhindert wird. Ansonsten ist das Ganze ein Offenbarungseid des Rechtsstaats. Ich bin der Meinung, Herr Minister, Sie sollten auch einmal überlegen, wenn die Verantwortung doch so schwer auf Ihren Schultern lastet, ob Sie sich von dieser Verantwortung dann nicht auch selber erlösen sollten. Das können Sie in einer Demokratie jeden Tag. Es gibt hier keine Mindestverweildauern im Ministerium, wenn es Ihnen einfach zu viel wird, meine Damen und Herren. Und wenn wir dann mal ins Detail gehen wollten, dann könnten wir hier noch darüber sprechen, warum die Reiterstaffel nicht eingesetzt wurde, warum nicht Hunde entsprechend eingesetzt wurden, warum nicht die Personalien festgestellt wurden, warum viel weniger Polizistinnen und Polizisten im Einsatz waren als bei einem ganz normalen Fußballspiel, meine Damen und Herren. Diese Fragen sollten Sie sich alle stellen. Aber Herr Minister, am besten ist, Sie beantworten die erste Frage zunächst einmal. Wenn die Verantwortung für Sie zu schwer ist, dann befreien Sie sich doch von ihr. Herzlichen Dank. Danke, Herr Dr. Ort. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Jetim.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal will ich an der Stelle ganz herzlich den Polizeibeamtinnen und Beamten danken, die in Köln bei ihrem Einsatz für Nordrhein-Westfalen durch die Gewalttäter verletzt wurden. Ich will Ihnen ganz herzlich dafür danken, dass Sie sich diesem Mob entgegengestellt haben und Schlimmeres verhindert haben. Noch Schlimmeres, weil wir alle, und ich glaube, da nehme ich keinen von aus, von diesen Gewaltexzessen überrascht wurden. Der ein oder andere weiß es besser, aber ich glaube, die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger war überrascht davon, was dort passiert ist. Eine Zusammenrottung von Hooligans, Nazis und anderen, die ihre Fremdenfeindlichkeit, ihre Islamfeindlichkeit und ihren Hass auf unsere Gesellschaft ausleben wollen. Zusammengekommen, um ihre rechte Gesinnung auszudrücken gegen Migrantinnen und Migranten, gegen den Islam, gegen eine angebliche Überfremdung und das durch Gewalt. Oder einfach nur gekommen, um zu prügeln. Gekommen aus dem ganzen Bundesgebiet, sogar aus Nachbarstaaten sind Menschen gekommen, um sich zu prügeln. Und anstatt über diese neue Dimension von Gewalt, von Hass auf unsere Gesellschaft zu sprechen, diskutieren wir jetzt die Anträge der Opposition, die sowas von durchsichtig sind, dass ich an der Stelle es wirklich leid bin mittlerweile. Sie versuchen, die Regierung anzugreifen, sie versuchen, den Innenminister anzugreifen, und das spiegelt sich in diesen Anträgen ziemlich deutlich, Kollege Laschet. Anstatt mal darüber zu reden, warum sich Menschen, junge Menschen, diesem Hass und dieser Gewalt anschließen, diskutieren wir über Anträge, die es nicht wert sind. Die Frage ist doch, wie schaffen wir es? Die Frage ist doch, wie schaffen wir es, diesen Nazis und Hooligans den Boden zu entziehen? Darüber sollten wir uns unterhalten und nicht versuchen, hier so durchsichtige Anträge zu diskutieren. Ich will Ihnen auch auf den einen oder anderen Antrag noch mal näher eingehen. Die Piraten sprechen in ihrem Antrag von einem gescheiterten Einsatz. Weil es keine Manndeckung gab, hätten wir 4.000 Polizistinnen und Polizisten vielleicht einsetzen sollen. Ich glaube, wenn wir geahnt hätten, was da auf uns zukommt, dann wäre das wahrscheinlich auch ganz anders aufgezogen worden. Aber das, liebe Kolleginnen und Kollegen, was da passiert ist, ernsthaft, das, was dort passiert ist, ich glaube, damit hat keiner von uns ernsthaft gerechnet. Die CDU spricht von einer fehlenden Fehleinschätzung, und fehlenden Auflagen. Die FDP tut so, als wenn begangene Straftaten nicht geahndet würden. Dr. Orth hat es ja gerade noch mal gezeigt. Sie will eine Nulltoleranz, auch gegen fremdenfeindliche Gesänge. Bei der Nulltoleranz stimme ich Ihnen zu, das muss ganz hart bestraft werden. Da, wo Straftäter identifiziert werden, und sie wurden auch zum Teil identifiziert und befinden sich dabei, da sind die Behörden dran, und das ist auch gut so. Und ich hoffe, dass die auch die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Darum muss es gehen bei diesen Leuten, die da identifiziert worden sind. Zur CDU und den Piraten, damit das klar ist. Der Polizeiführer ist mehrere Tage vorher von 4.000 Teilnehmern ausgegangen. Und diese Zahl war auch die Grundlage seiner weiteren Besprechung mit den Abschnittsführern. Die CDU zitiert, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kölner Polizei mit dem Satz, auf der Grundlage welcher Information die vom Fernsehsender Phoenix zitierte Einschätzung des Ministers begründet war, ist hier nicht ersichtlich. Daraus konstruieren Sie einen Widerspruch zwischen Polizei und Innenminister. Finde ich einfach nur dumm. Die Behörde hat klar gemacht, dass sie nicht wisse, woher der Innenminister seine Informationen hat. Ja, genau, darum ging's. Und das zitieren Sie, und das ist dann ein Angriff auf den Innenminister. Zur Fehleinschätzung und Versagen der Polizei. Ihr CDU-Bundesinnenminister sagt, die Polizei war nicht schlecht vorbereitet. Die GdP Köln und auch der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, immerhin einer von Ihnen, Kollege Laschet, macht klar, dass die Polizei nicht überrascht war und der Einsatz gut gelaufen ist. So, also auch Ihr Mann, also an der Stelle will ich Ihnen das nur mal deutlich sagen. Auch die üblichen Abfragen bei den Landesbehörden und beim Bund haben keine Hinweise darauf ergeben, dass es zu diesen Gewaltexzessen kommen kann. Die Polizei, Kollege Laschet, hat verhindert, dass es zu einem... Die Polizei, und Sie haben es gerade selber zitiert,
hat verhindert, dass es zu einem Aufeinanderprallen mit der zeitgleich stattfindenden Gegendemonstration gekommen ist. Sie hat verhindert, und Sie haben es gerade zitiert aus dem Brief des Kollegen, sie hat verhindert, dass diese Gewalttäter in die Stadtteile reingegangen sind, dass zu einem Aufeinandertreffen zwischen Migranten, gerade in Köln, die sowieso schon Sorgen haben durch die NSU-Attentate, dass es da zu einem Aufeinanderprallen gekommen ist. Das hat die Polizei in Köln verhindert. Und dafür sollten wir eigentlich dankbar sein. Machen Sie sich mal bewusst, was das eigentlich bedeutet hätte, wenn es da zu einem Aufeinanderprallen gekommen wäre zwischen den Gewalttätern und den Migrantinnen und Migranten aus Köln. Und wenn Ihnen das bewusst wird, Kollege Laschet, werden Sie nicht mehr, und dann komme ich mal darauf zurück, dass der Innenminister am nächsten Morgen dazu ein Statement abgegeben hat, wenn Sie das gewusst hätten, hätten Sie wahrscheinlich 12 Stunden nach diesen Gewaltexzessen sich nicht hingestellt und hätten der Polizei ein Organisationsversagen vorgeworfen, mit dem Spruch, es war abzusehen, welche Gruppierungen mit welchen Botschaften durch die Kölner Innenstadt ziehen würden. Das wussten Sie, Sie, Kollege Laschet, wussten das. Ich glaube, ja, natürlich, wir wissen alle, was Hooligans sind. Natürlich wissen wir das. Das, was Sie da getan haben, Kollege Laschet, war ein Tritt gegen die Beamtinnen und Beamten, die verletzt worden sind, die sich dahingestellt haben, Kollege Laschet, und für uns unsere Gesellschaftsform verteidigt haben. Darum ging es dabei. Und Sie trinken die 12 Stunden nachher aus Ihrem warmen Sessel. Und jetzt noch mal ein Wort zu den Piraten. Ich bin es wirklich leid. Ihre ständige Unterstützung der Hooligans, die kommt immer wieder zum Vorschein. Wenn etwas passiert ist, lesen Sie Ihren Antrag durch. Ob bei den Fußballspielen oder in Köln. Immer ist die Polizei schuld. In Ihrem Antrag sprechen Sie, jetzt zitiere ich, 44 verletzten Polizisten bei Auseinandersetzungen mit gewalttätigen Rechten. Nicht ein Wort zu den Hooligans. Nicht ein Wort dazu. Ich glaube, vielleicht sollten Sie an der Stelle einfach mal Ihr Verhältnis dazu überdenken. Worüber reden wir eigentlich? Die Redezeit. Wir reden nicht nur über die Nazis, die da waren, sondern auch über die Hooligans. Eine komplett neue Form von Gewalt. Die Redezeit. Kolleginnen und Kollegen, wenn der Vorwurf wäre, dass die Dimension dieser Gewaltbereitschaft unterschätzt worden ist, würde ich sagen, ja, da haben Sie völlig recht. Wir haben das komplett überschätzt. Und ich bin unterschätzt. Ich bin aber sicher, dass der Innenminister, dass die Polizei und auch wir, ja, da bin ich sehr sicher, dass wir jetzt daraus gelernt haben, dass die Menschen in Nordrhein-Westfalen das verstanden haben und dass wir diese neue Form der organisierten Gewalt bekämpfen müssen. Darum muss es gehen und nicht um diese durchsichtigen Anträge. Danke Ihnen. Danke, Herr Kollege Jetting. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Schäfer. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, am 26. Oktober haben wir in Köln eine der bundesweit größten rechtsgerichteten und muslimfeindlichen Versammlungen seit langem erleben müssen. Und Herr Laschet, ich finde, das ist das eigentliche Problem, über das wir diskutieren sollten. Das ist das Thema Rechtsextremismus, wie wir damit umgehen, mit menschenfeindlichen Einstellungen in dieser Gesellschaft. Und ich finde es außerordentlich schade und auch peinlich für dieses Parlament, dass das nicht diskutiert wird. Ja, natürlich müssen wir auch über den Polizeieinsatz diskutieren. Aber unser eigentliches Anliegen muss doch sein, dass sowas, was wir da am 26. Oktober gesehen haben, dass das nicht nochmal vorkommt, dass wir über islamfeindliche Einstellungen dieser Gesellschaft diskutieren müssen. Und das vermisse ich bei Ihnen. Sie müssen bei Wikipedia nachgucken, was Hooligans sind. Das ist doch peinlich. Das kann doch nicht wahr sein. Die CDU hat, wir hatten 3 Tage vor der Versammlung, hatten wir eine Innenausschusssitzung. Wo unter anderem der Punkt Salafismus auf der Tagesordnung stand. 3 Tage vor der Versammlung. Und ich habe die Frage gestellt, wie schätzt denn der Verfassungsschutz diese Versammlung am Sonntag ein? Bei der CDU war nur Kopfschütteln, die Schäfer wieder mit ihren Nazi-Themen. Da haben sie sich überhaupt nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. 3 Tage später sind sie plötzlich die Experten dafür. Das ist doch peinlich, das ist doch beschämend für sie. Und ja,
Und ja, ich war an diesem Sonntag auch in Köln. Ich habe mir das auch angeguckt, weil ich häufig Demo-Begleitungen mache, weil ich mir häufig Nazi-Demos angucke, um zu sehen, wie dort die Entwicklungen sind. Und ja, ich war auch schockiert über die Bilder. Bei der Auftaktkundgebung am Breslauer Platz war die Stimmung schon extremst aufgeschaukelt durch Sprechgesänge, Chörgesänge, das können die auch alles aus dem Stadion, schon extremst aufgeschaukelt. Da hat ja auch die rechtsextreme Band Kategorie C gespielt. Ich war am Eigelstein dabei, als Neonazis und Hooligans versucht haben, durchzubrechen durch die Polizeiabsperrung. Als massiv Flaschen geworfen wurden, wo ich mir schon dachte, wenn das so weitergeht, wir werden hier viele Verletzte sehen heute Abend. Mit so einer massiven Gewalt, die dort vonstatten gegangen ist. Ich war am Ebertplatz dabei, als neben Personen, als ein Übergriff stattgefunden hat, als eine Schlägerei losging. Und ja, für mich war das schockierend, für die anwesenden Bürgerinnen und Bürger, für die Anwohnerinnen und Anwohner waren das schockierende Bilder, die wir da am 26. Oktober in Köln erleben mussten. Und deshalb will ich hier auch noch mal sagen, jetzt ist hier schon viel den Polizeikräften gedankt worden. Ich will mich dem anschließen, weil ich glaube, dass diese Situation vor Ort für die eingesetzten Polizeikräfte alles andere als einfach war. Die waren einer hohen psychischen, aber auch physischen Belastung ausgesetzt. Ich habe da hohen Respekt vor dem, was die geleistet haben. Und ich glaube, dass sie auch Schlimmeres noch verhindern konnten. Und ich will Ihnen auch noch mal sagen, warum ich hier meine Eindrücke von Köln schildere. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin häufig bei Neonazi-Demos, habe schon häufig jetzt auch Polizeieinsätze begleitet. Aber das, was ich da gesehen habe, an aufgeheizter Stimmung, an Gewaltbereitschaft, an Brutalität, das habe ich so bei rechtsextremen Aufmärschen in den letzten Jahren in Nordrhein-Westfalen nicht erlebt. Und ich glaube, da war ich nicht die Einzige, die schockiert darüber war, die erschrocken war, die aber auch überrascht war. Und da, finde ich, gehört auch zur Wahrheit dazu, dass es ja vor der Versammlung eine Abfrage gegeben hat von den NRW-Sicherheitsbehörden, auch an die anderen Länder, an den Bund, an die Sicherheitsbehörden, an Polizei und Verfassungsschutz. Wie schätzt ihr das ein? Habt ihr Erkenntnisse? Die haben zurückgemeldet, ja, punktuell kann was passieren, aber dass es so dermaßen von dieser gesamten Gruppe ausgehen würde, das hat vorher keiner eingeschätzt. Und insofern können Sie die Kritik auch nicht nur an die NRW-Behörden richten, sondern das ist ein Thema und ein Einsatz, den wir, meine ich, auch bundesweit nachbereiten müssen, was die Einschätzung angeht. Gehört zur Wahrheit dazu, Herr Siebeke, auch wenn Ihnen das nicht passen mag. Ja, das mag Ihnen nicht ins politische Konzept passen, aber es gehört dazu, wenn Sie differenziert darüber diskutieren wollen, was da passiert ist vor Ort und was die Einschätzung vorher war. Die Polizei ist ja von 4.000 Versammlungsteilnehmerinnen und Teilnehmern ausgegangen und auch davon, dass es Gewalt durch Einzelne geben würde. Ansonsten hätte die Polizei nicht mit 4 Wasserwerfern da gestanden. Ich war schon auf vielen Demos und dass Wasserwerfer in Nordrhein-Westfalen eingesetzt werden. Das passiert extremst selten. Hier sind sie zum Einsatz gekommen. Die Polizei hatte diese vor Ort. Aber, das muss man auch sagen, die Polizei hat mit Gewalt gerechnet, aber eben nicht mit dieser massiven Gewaltanwendung, nicht mit dieser Qualität von Gewalt. Und ja, es stimmt, sowohl bei Hooligans als auch bei Rechtsextremen wissen wir, dass Gewaltbereitschaft ein zentrales Element in diesem Phänomen ist. Das ist bekannt. Aber diese breite Mobilisierung von rechten Hooligans, von gewaltbereiten Neonazis gegen Musliminnen und Muslime in diesem Land und diese massive Gewaltanwendung haben offensichtlich auch die Behörden überrascht. Und warum das nicht vorher gesehen wurde, ich finde, das gehört jetzt mit in die Nachbereitung. Ich will aber auch noch mal was sagen zum Komplex Neonazis und Hooligans, weil ich das wichtig finde, weil mir das fehlt hier in der Auseinandersetzung, gerade mit der CDU. Sie müssen auf die Inhalte gucken, Sie müssen auf die Phänomene gucken, damit so etwas nicht noch mal passiert. Dass sich Alt-Hooligans reorganisieren, das ist bekannt, das wissen wir eigentlich schon länger. Am Beispiel Aachen haben wir das zum Beispiel gesehen, wo die Aachener Ultras, die eher antirassistisch orientiert sind, aus dem Stadion gedrängt wurden, auch durch die Alt-Hooligans, durch die Supporters beispielsweise. Das haben wir dort erlebt in den letzten Jahren. Und ich meine, dass man viel zu lange davon gesprochen hat, dass der Sport eigentlich vermeintlich unpolitisch sei. Er ist nicht unpolitisch. Die Fangruppierungen sind nicht unpolitisch. Die Hooligans haben schon lange auch rechte Symbolik immer wieder genutzt und sind damit aufgetreten. Und ich finde gerade diese Hogesa-Bewegung macht doch deutlich, was für rassistische, muslimfeindliche Personen hier zusammenkommen. Und von Anfang an waren Neonazis mit dabei. Siegfried Borchert ist genannt worden und andere. Und das verbindende Element, das finde ich auch nochmal wichtig zu betonen, das verbindende ideologische Element ist ja nicht nur die Gewalt. Das ideologische Element ist eben das Thema antimuslimischer Rassismus. Darüber wird mobilisiert und darüber müssen wir sprechen. Denn der Aufruf gegen den Salafismus ist ja eigentlich nur ein Deckmantel dafür. Eigentlich geht es um Rassismus, es geht um Islamfeindlichkeit.
Und es geht auch um Hetze gegen hier lebende Musliminnen und Muslime. Und das müssen wir aufdecken. Diese Mischung von Hooligans und Rechtsextremen müssen wir entlarven an dieser Stelle. Denn sie versuchen hier anzuknüpfen an gesellschaftliche Einstellungen. Hier müssen wir klar und deutlich machen, sie sind islamfeindlich, sie sind rassistisch. Was den konkreten Polizeieinsatz angeht, natürlich brauchen wir die kritische Nachbereitung. Das machen wir immer bei solchen großen Demonstrationen. Das machen wir auch am 20. November ausführlich hier im Innenausschuss. Dazu werden wir einen ausführlichen Bericht vom Innenministerium ja noch bekommen und das auch diskutieren müssen. Weil, und das finde ich wichtig, wir auch daraus lernen müssen. Insofern finde ich es auch wichtig für die Polizei, Nachbereitung zu betreiben. Das schwächt sie nicht, das stärkt sie, weil wir damit verhindern können, dass sowas nochmal passiert, weil wir dadurch eventuell auch Anhaltspunkte dafür finden werden, warum wir vielleicht in Zukunft solche Demonstrationen, solche Versammlungen verbieten können. Diese Anhaltspunkte brauchen wir. Und insofern, wir müssen in die Auseinandersetzung über die Inhalte gehen. Das ist, glaube ich, die gemeinsame Aufgabe, die wir hier zu stehen haben. Vielen Dank, Frau Kollegin Schiffer. Für die Landesregierung hat Herr Minister Jäger das Wort. Danke sehr. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Vorfälle in Köln waren schrecklich, sie waren alarmierend, aber sie machen aus meiner Sicht vor allem eines deutlich. Wir stehen in Deutschland einer neuen Gefahr gegenüber, einer Gefahr für unsere gesamte Gesellschaft. Hooligans und Rechtsextremisten entwickeln ein gemeinsames Feindbild. Sie demonstrieren in der Öffentlichkeit gezielt Stärke und sie wenden dabei Gewalt an. Neu ist dabei nicht, meine Damen und Herren, dass sich unterschiedliche Hooligan-Gruppen miteinander vernetzen. Neu ist auch nicht, dass sie Rechtsextremisten, organisierten Rechtsextremisten dabei offen gegenüberstehen. Diese Schnittmengen sind uns schon seit langem bekannt. Hooligans und Rechtsextremisten eint der diffuse antimuslimische Rassismus, die Gewaltaffinität, ein übersteigerter Nationalstolz und eine aggressive Männlichkeit. Meine Damen und Herren, neu ist aber das Feindbild der Hooligans. Das hat nichts mit Fußball zu tun. Und neu ist, dass sie im öffentlichen Raum fernab von Fußballsteinen agieren, um möglichst viel mediale Resonanz zu erhalten. Und genau diese beiden Aspekte machen es für Rechtsextremisten attraktiv, sich an den Aktivitäten der Gruppierung Hooligans gegen Salafisten zu beteiligen. Sie wollen dieses Phänomen für ihre eigenen Zwecke nutzen. Aus diesem Zusammenwirken von gewaltbereiten Hooligans und rassistischen Rechtsextremisten ergibt sich diese neue Gefahr für unsere Gesellschaft. Meine Damen und Herren, die Lage, die unsere Polizei am 26. Oktober in Köln bewältigen musste, die war ohne Zweifel schwierig. Die verletzten Beamtinnen und Beamten, die erschreckenden Bilder dieser Krawalle, das war für uns kein Erfolg. Insofern habe ich vollstes Verständnis für die Reaktion unserer Bürgerinnen und Bürger und schließe mich dem auch an. Entsetzen und Empörung sind hier klar angezeigt. Der Polizeiführer hat versichert, dass er bereits Tage zuvor von der Teilnahme von bis zu 4.000 Hooligans ausgegangen ist. Diese Zahl, 4.000, war die Grundlage seiner weiteren Besprechungen und Planungen mit den relevanten Abschnittsführern der Bereitschaftspolizei. Und sie war auch Grundlage seiner Einsatzplanung und seiner Kräfteanforderungen in der Größenordnung von 1.300 Vollzugsbeamten. Ich gehe davon aus, dass der Polizeiführer eine verlässliche Planung vorgenommen hat und dass er in seiner Planung auch Gewalt und mögliche Eskalation ausgegangen ist, weswegen auch 4 Wasserwerfer bereitgestellt wurden. Meine Damen und Herren, eine Abfrage bei allen Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder wurde im Vorfeld durchgeführt. Aus dieser Abfrage haben sich keinerlei Hinweise für einen unfriedlichen Verlauf ergeben. Das heißt, meine Damen und Herren, keine Sicherheitsbehörde der Länder oder des Bundes hatten Hinweise auf den überraschenden Gewaltausbruch, den wir in Köln erleben mussten. Die Intensität dieser Gewalt, meine Damen und Herren, geht eindeutig über das bis dahin bekannte Maß hinaus. Heute
im Rückblick wissen wir das. Mit dieser massiven Gewalt haben die Sicherheitsbehörden bundesweit und hat auch das Polizeipräsidium Köln nicht gerechnet. Wir werden dem Parlament selbstverständlich die Gelegenheit geben, sich selbst ein genaues, ein detailliertes Bild von dem Einsatzablauf machen. Die Kollegin Schäffer hat schon darauf hingewiesen, dieser Bericht wird am 22.11. dem Innenausschuss vorgelegt und kann dort dann auch kritisch besprochen werden. Eines steht aus meiner Sicht aber jetzt unzweifelhaft fest. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten haben Schlimmeres verhindert. Sie haben verhindert, dass Hooligans unkontrolliert durch Stadtteile zogen, durch Stadtteile, wo viele Menschen mit Migrationshintergrund leben. Was wäre passiert, wenn sie auf Gruppen von friedlichen Gegendemonstranten gestoßen wären? Das galt es zu verhindern. Und dies ist auch von der Polizei in Köln verhindert worden. Das war das Ziel der Polizei. Dass es dazu nicht gekommen ist, meine Damen und Herren, bin ich allen eingesetzten Kräften außerordentlich dankbar. Meine Damen und Herren, die Frage, die sich jetzt stellt, lautet, wie gehen wir mit den Erfahrungen aus diesem Einsatz um? Wir müssen an drei Stellen ansetzen. Die erste betrifft die Hooligan-Szene selbst. Die müssen wir bundesweit stärker in den Blick nehmen. Das betrifft zum einen das gemeinsame Vorgehen rivalisierender Hooligan-Gruppen. Und das betrifft zum anderen auch das Zusammenwirken dieser Gruppen mit Rechtsextremisten. Bisher liegen uns keine Erkenntnisse darüber vor, dass die Aktivitäten der Hooligan-Szene durch rechtsextremistische Personen und Gruppierungen gesteuert werden. In Köln waren ca. 10% der Teilnehmer organisierte bzw. vom Verfassungsschutz beobachtete Rechtsextremisten. Und unsere bisherigen Schablonen, auf der einen Seite unpolitische Hooligans, auf der anderen Seite rechtsextremistische Hooligans, die helfen uns in Zukunft nicht mehr weiter. Das zeigt uns der Vorfall in Köln. Meine Damen und Herren, diese neue Formation aus Hooligans und Rechten wird durch eine noch größere Klammer zusammengehalten. Das ist zum einen Islamfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit, aber vor allem auch Gewaltbereitschaft. Und wir müssen die bundesweit analysieren. Wir müssen den soziologischen Hintergrund intensiver erforschen, mehr als wir bisher in allen Ländern dazu getan haben. Und dabei die Frage beantworten, was ist Ihre Motivation? Was ist Ihr Hintergrund? Was ist Ihr Background? Was sind das für Menschen? Und wir müssen uns fragen, was hat sich in der Szene verändert? Was hat das Einsickern von Rechten in die Hooligan-Szene bewirkt? Meine sehr verehrten Damen und Herren, die zweite Frage, die wir beantworten müssen in diesem Zusammenhang, ist eine weitere. Das betrifft die zukünftigen Verbote. Es gab aus keiner Behörde eines Landes oder des Bundes gesicherte Hinweise oder Beweise, die ein Verbot einer solchen Veranstaltung gerechtfertigt hätten. Das war keiner Sicherheitsbehörde bekannt. Ich bin mit meinem Amtskollegen Pistorius einer Meinung, werde ihn dabei mit Kräften unterstützen, dass die von Hooligans und Rechten angemeldete Demonstration am 15.11. in Hannover mit den Erkenntnissen aus Köln möglicherweise und hoffentlich gerichtlich untersagt werden kann. Die dritte Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, das hat Frau Schäffer angesprochen. Wir dürfen nicht Gewalttätern die Straße überlassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Gewalttäter eine Antwort vermeintlich haben auf gewaltbereite salafistische Propaganda. Die Antwort auf extremistische Propaganda darf nicht extremistische Propaganda und Gewalt durch Hooligans und Rechtsextremisten sein. Ein Rechtsstaat wird diese rechte Propaganda nicht hinnehmen, meine Damen und Herren, und er wird mit voller Härte gegen Hooligans und Rechtsextremisten vorgehen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Lohn. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt viel gehört über schlimme Vorfälle in Köln. Ich will die ganzen Beschreibungen nicht wiederholen. Ein Satz zu den Äußerungen von Frau Schäffer und Herrn Yetim. Das war der peinliche Versuch, einen miserablen Innenminister irgendwie zu rechtfertigen. Und Herr Jäger, Sie sprechen hier
von einer völlig neuen Gefahr. Im nächsten Satz sagen Sie, das war seit langem bekannt. Dann sagen Sie, die Lage war schwierig. Dann kommt die erste wahrheitsgemäße Äußerung. Sie sagen, der Einsatz war kein Erfolg. Also lernfähig sind Sie schon. Es war nämlich kein Erfolg, wenn 49 verletzte Polizisten zu beklagen sind. Da sind Sie jetzt auf dem richtigen Weg. Weiter sagen Sie, Entscheidung und Entsetzen und Empörung sind angesagt. Entsetzen und Empörung haben wir genug. Das ganze Land ist entsetzt und empört über das, was Sie an Scherbenhaufen hinterlassen haben. Die Polizisten schämen sich für Sie. Dann sagen Sie, ja, wir haben eine Abfrage gemacht im Bund und in den Ländern. Wir haben keine Hinweise gekriegt. Wie wollen Sie aus München Hinweise bekommen? Da passiert sowas nicht. Der Brennpunkt der Gewaltexzesse ist in Nordrhein-Westfalen. Und bei uns liegen die Erkenntnisse vor. Sie müssen die Möglichkeiten im eigenen Haus nutzen. Ja, ich möchte jetzt einmal da über die Rolle der Opfer, der Geschäftsleute, der Reisenden und der Passanten schon viel Zutreffendes gesagt wurde, Ihre Sicht auf die Betroffenheit der Polizistinnen und Polizisten richten. Stellen Sie sich einmal vor, was ein Polizist, der am 26. Oktober in vorderster Reihe an der Front eingesetzt war, was der heute über das Geschehene und das Berichtete denkt. Die Polizisten wurden bespuckt und geschlagen. Steine, Fahrräder und andere Gegenstände wurden nach ihnen geworfen. Ihr Streifenwagen wurde umgekippt. Und dann mussten sie feststellen, dass die Polizei hoffnungslos in der Unterzahl war. Es gab viele Verletzte und letztendlich mussten die Gewalttäter ohne Identifizierung, geschweige denn Festnahmen, ziehen gelassen werden. Das ist ein Zustand, den können wir nur brandmarken und deswegen sind wir heute hier. Verehrte Kollegen, was bei den jungen Polizistinnen und Polizisten aber dauerhaft neben möglichen Verletzungen hängen bleibt, ist Enttäuschung und Fassungslosigkeit darüber, dass Politik und Polizeiführung sie ohne Vorwarnung und ohne jegliche Möglichkeit, den Kampf zu gewinnen, in diese Schlacht mit den Hooligans und Rechtsradikalen geschickt hat. Und wenn Sie dann auch hören, wie Ihr oberster Chef, Innenminister Jäger, danach zuerst versucht, alles schön zu reden und den Einsatz als Erfolg zu verkaufen, dann aber später als Entschuldigung für das offenkundige Versagen behauptet, das sei alles eine völlig neue Zusammenstellung von Tätern und Dimensionen der Gewalt gewesen, und eine kurze Zeit später wieder das Gegenteil, dass eben doch bekannt war, dass 4.000 Gewalttäter kommen, aber letztendlich der Polizeiführer in Köln für das Versagen verantwortlich sagt, Herr Minister, das ist so erbärmlich, dass selbst Ihre Polizistinnen und Polizisten berechtigte Zweifel am Funktionieren des Rechtsstaates haben. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, so ein Tag der Schande, wie es eine große Kölner Boulevardzeitung getitelt hat, war der bisherige Gipfel an rechtsextremer Massengewalt gegen Polizisten, Reisende, Geschäftsinhaber und Passanten. Den Polizisten will ich an dieser Stelle für ihre vielen regelmäßigen und sehr oft auch gefährlichen Einsätze und die unzähligen Überstunden ausdrücklich danken und ihnen Respekt und Anerkennung aussprechen. Für die Hilflosigkeit der Polizei gegenüber einer dreimal so starken Übermacht von kriminellen Gewalttätern wurde ohne Spezialkräfte, ohne Reiterstaffel und ohne Diensthunde gibt es allerdings keine Entschuldigung, Herr Minister. Das war die Kapitulation des Rechtsstaates vor der Gewalt und eine Schande für unser Land als Dienstherr und Arbeitgeber. Die Verantwortung trägt Minister Jäger und kein anderer. Herr Minister Jäger, Sie haben die Möglichkeiten Ihres Hauses und Ihres Zuständigkeitsbereiches nicht genutzt. Denn hätten Sie das gemacht, wären Sie zu einer richtigen und sachgerechten Lageeinschätzung gekommen. Richtigerweise wären dann nämlich nicht nur 1.300 Polizisten eingesetzt worden, sondern mindestens 2.000 Polizisten plus Unterstützung von Spezialkräften aus den Sondereinsatzkommandos und so weiter. Herr Minister, und ob diese Einsatzkräfte von den Spezialeinheiten oder anderen Hundertschaften aus Köln kommen, aus Nordrhein-Westfalen kommen oder aus anderen Bundesländern, das ist völlig egal. Sie hatten die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie da sind, oder haben Sie versagt?
Ja, und die Erkenntnisse, dass es eine kriminelle Allianz von gewaltsüchtigen Hooligans und Rechtsradikalen gibt, die sind nicht neu. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die an dieser Stelle haben wir am 29. Januar diesen Jahres über Vorfälle auch in Köln gesprochen, wo sich Kölner Hooligans mit Rechtsradikalen aus Dortmund verbrüdert haben, um gemeinsam auf Schalker Fans einzutreten. Die Folge? Eine lebensgefährliche Verletzung. Und ich habe Ihnen damals in der Plenarrede empfohlen, diese Entwicklung, diese kriminelle Allianz zu beobachten und in künftige Einsatzkonzepte einfließen zu lassen. Sie machen immer nichts hören, nichts sehen, nichts riechen, alles ist gut. Nichts haben Sie getan. Nichts haben Sie getan. Ich warte auf Ihre Antwort für Ihre Untätigkeit. Dann haben wir in Nordrhein-Westfalen einen Verfassungsschutz. Das ist auch gut so. Der Verfassungsschutz beobachtet natürlich auch Rechtsradikale. Und ich bin mir sicher, dass der Verfassungsschutz, der auch im Zuständigkeitsbereich des Innenministers ist, jede Menge Erkenntnisse hatte über die Gefährlichkeit, die von dieser unheiligen Allianz ausgeht. Aber Sie haben dem Verfassungsschutz, wenn er denn wirklich nichts gewusst haben sollte, die Flügel gestutzt. Sie strebten damals mal ein Verbot der Partei Die Rechte an und haben daraufhin angeordnet, sämtliche V-Männer aus dem Bereich der rechten Szene abzuziehen. Wenn ich die Szene nicht kenne, kann ich auch nicht beurteilen, worum es geht. Aber ich glaube, Sie wussten schon, worum es geht. Und die Verfassungsschützer werden von Ihnen gerne missbraucht als Sozialarbeiter. Ihr Pilotprojekt Wegweiser in Bochum ist bei Ihnen Aufgabe des Verfassungsschutzes. Ich sage Ihnen, Verfassungsschützer sind keine Sozialarbeiter. Die sollen Informationen beschaffen, damit Polizisten geschützt werden und die Bürgerinnen und Bürger in Sicherheit leben können. Sie sehen das völlig falsch. Dann kam es am Kölner Hauptbahnhof, es wurde eben auch schon mal angedeutet, zum ersten Mal seit Jahren in Nordrhein-Westfalen wieder zum Einsatz von Wasserwerfern. Diese Tatsache, dass die Polizeiführung in Köln Wasserwerfer eingesetzt hat, ist der Beweis dafür, dass man wusste, es wird knallen, es wird eskalieren und wir kriegen die Lage wahrscheinlich nicht in den Griff. Denn mit Wasserwerfern kann ich keine Demo befriedigen. Ich kann da nur einen Platz freiräumen, eine Straße freiräumen. Aber wenn ich Wasserwerfer einsetze und zu der Beurteilung komme, dann muss ich den nächsten Schritt auch machen, dann muss ich ausreichend Polizisten bereitstellen. Das haben Sie nicht getan und das ist ein schwerer Vorwurf. Warum sind die Polizisten nicht in ausreichender Zahl vorgehalten worden? Jeder Polizeiführer, jeder Polizeipräsident weiß, Minister Jäger möchte Polizeiüberstunden sparen, Polizeikräfte sparen. Ich glaube, hier ist es im Rahmen des vorauseilenden Gehorsams dazu gekommen, dass eben letztendlich zu wenig da war mit fatalen Folgen. Heute ist es so, dass berechtigte Zweifel bestehen, ob unser Land seine Kernaufgabe für innere Sicherheit zu sorgen unter diesem Innenminister überhaupt noch gerecht werden kann. Der Ruf der Stadt Köln, der weltoffenen Stadt Köln, unseres Landes und der ganzen Bundesrepublik ist durch ihr Versagen und durch den Erfolg der Radikalen gefährdet worden. Viel schlimmer ist, dass die Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in die staatliche Gewalt verlieren. Sie fühlen sich von Ihnen und unserem Land nicht mehr wirklich geschützt. Deswegen, Herr Jäger, wir erwarten Antworten, aber zumindest könnten Sie sich mal entschuldigen dafür, dass Sie die Polizisten und die Bürger in diese dramatische Situation gebracht haben. Davon habe ich nichts gehört. Letztendlich liegt unsere Hoffnung jetzt bei Frau Ministerpräsidentin Kraft, die Ihnen deutlich zeigt, wo Ihre Grenzen sind, denn Sie sind reichlich überfordert. Vielen Dank, Herr Kollege Lohn. Für die SPD-Fraktion spricht nun Herr Kollege Kosiski. Herr Präsident, meine Damen und Herren, vorneweg, auch ich war am 26. Oktober am Ort der Geschehnisse in Köln und werde aber gleich darauf zu sprechen kommen. Gestatten Sie mir vorher bitte einige Anmerkungen zu den hier aufgerufenen Drucksachen. In denen wimmelt es von Vermutungen, Unterstellungen und teilweise auch hanebüchenden Pressezitaten. Den Beweis, Herr Lohn, haben Sie gerade abgeliefert. Sie haben behauptet, es wären keine Diensthunde eingesetzt worden. Es sind 15 Diensthunde eingesetzt worden. Ob es zu wenig oder zu viel waren, werden wir in der Innenausschusssitzung sicherlich miteinander diskutieren, Herr Lübcke. Bei etwas Sachverstand
müsste man erkennen, dass viele dieser Vermutungen, dieser Pressezitate durcheinandergebracht worden sind, dass dort Missverständnisse gewesen sind. Da tauchen Angaben von sogenannten Polizeiführern auf, als wäre es ihnen nicht bekannt, dass es bei einem solchen Einsatz nur einen verantwortlichen Polizeiführer gibt, der sich klar und deutlich geäußert hat. Der Minister hat gerade noch mal festgestellt, dass auf mehrere Nachfragen dieser Polizeiführer 4.000 Teilnehmer als Wert angegeben hat und das auch seinen Polizeikräften entsprechend vermittelt hat. Die Piraten mutmaßen, die Polizei hätte die Lage, Zitat, möglicherweise auf der Basis von der zentralen Informationsstelle Sport vorgelegten Zahlen vorgenommen. Völlig hanebüchend. Bei der FDP lesen wir, dass es bei der Polizei nur noch um Lagebereinigung gegangen sei und Randalierer freien Abzug erhalten hätten. Ich will diese Texte der Opposition hier nicht weiter vertiefen, aber so viel steht fest. Es geht der Opposition, und das ist aus den Wortbeiträgen heute klar geworden, nicht um eine sachliche Auseinandersetzung und Klärung zum eigentlichen Thema, den Gewaltexzessen von Rechtsextremen und Hooligans. Stattdessen geht es wieder einmal, allerdings mit untauglichen Mitteln, gegen den Innenminister. Und ich sage Ihnen, das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Wie eingangs gesagt, war ich am 26. Oktober in Köln und konnte mir einen eigenen persönlichen Eindruck machen. Zunächst spreche ich über den sogenannten Hogeser-Aufzug. Ich habe angefangen am Breslauer Platz, also nördlich des Kölner Hauptbahnhofes, ein gespenstisches Szenario erlebt, das ich mir vorher so nicht habe vorstellen können. In fast 40 Jahren aktiven Polizeidienst habe ich viele gewalttätige Demonstrationen erlebt, aber noch nie einen Block von über 4.000 Menschen so offen rechtsextreme und ausländerfeindliche Parolen skandieren hören. Für mich hat in diesem Moment Hogeser sich demaskiert und ihr wahres Gesicht gezeigt am 26.10. in Köln. Das gesamte Auftreten dieser Gruppierung hat mich in der Situation sehr erschreckt, und ich kann alle Menschen verstehen, die bei diesem Anblick und den folgenden Geschehnissen Angst verspürt haben. Die blanke Gewalt und die Angriffe auf die eingesetzten Polizeibeamten und Beamtinnen taten ein Übriges zur Verstärkung dieses Eindrucks. Deshalb gebührt auch von mir mein ausdrücklicher Dank allen eingesetzten Kräften und insbesondere den bei dem Einsatz verletzten Kolleginnen und Kollegen. Im Nachhinein ist es Wohlfall, Prophet zu sein und zu behaupten, dass alles hätte die Polizei im Vorfeld eines Einsatzes wissen müssen. Im Nachhinein ist es einfach zu behaupten, die Einsatzleitung hätte alles besser planen können. Ich finde es unsäglich, dass mitunter der Eindruck vermittelt wird, die Polizei Köln habe sich nicht intensiv genug auf diesen Einsatz vorbereitet. Was bitte soll dieser Vorwurf? Glaubt jemand in den Reihen der Opposition wirklich, eine solche Einsatzplanung wird mal so gerade nebenbei gemacht oder dann nur oberflächlich gemacht? Die eingesetzten Kollegen, die verantwortlichen Polizeiführer, die verantwortlichen Vorgesetzten haben sich sehr intensiv und sehr gewissenhaft darauf vorbereitet. Und sie werden garantiert nicht in Kauf nehmen, dass es verhindert werden kann, Kolleginnen und Kollegen verletzt werden oder dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Köln gefährdet wird. Nutzen Sie doch bitte Ihre Kontakte und informieren Sie sich bei diesen Fachleuten, bei den richtigen Fachleuten vor Ort. Und wenn Sie Presse zitieren und wenn Sie Gewerkschafter und Polizisten zitieren, dann zitieren Sie bitte auch die Presseerklärung der Polizeigewerkschaft der GdP in Köln, die entsprechend ganz klar eine positive Stellungnahme zu dem Einsatz Führungsverhalten der Führungskräfte vor Ort entsprechend geleistet hat, bevor Sie ein Bild in der Öffentlichkeit von einer ahnungslosen und schlecht vorbereiteten Polizei zeichnen. Lassen Sie mich bitte zum Schluss aber noch auf eine zweite Demonstration an diesem Tag zu sprechen kommen, die ich ebenfalls verfolgt habe und die hoffentlich nicht nur mir Mut macht. Die Gegendemonstration auf dem südlich gelegenen Bahnhofsvorplatz war absolut friedlich und von demokratischen Inhalten getragen. Die Ablehnung von Extremisten jeglicher Ausprägung wurde mehr als deutlich und hat sich am vergangenen Sonntag auf einer weiteren Demonstration mit ca. 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern fortgesetzt. Sie haben nach dem 26. Oktober klare Signale gegen Gewalt gesetzt, die wir bitte in diesem Haus weiterführen müssen. Dafür spreche ich den Menschen meinen ausdrücklichen Dank aus. Denn eins ist für mich klar. Bei aller notwendigen Arbeit der Sicherheitsbehörden im Kampf gegen Rechtsextremismus und gegen rechtsextreme Ausschreitungen muss aus der Mitte der Gesellschaft heraus dem rechten Gedankengut entgegengetreten werden. Je mehr Menschen sich dafür engagieren, desto besser für unser Land und für unsere Demokratie. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kosiski. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort nun Herr Kollege Lürbke. Vielen Dank, Herr Präsident.
liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Geschehnisse in Köln, im Herzen Nordrhein-Westfalens, sind erschreckend. Wir müssen gemeinsam alles tun, damit sich diese Bilder nicht wiederholen. Und auch ich möchte für meine Fraktion mal den Dank an die Einsatzkräfte richten, an die Einsatzkräfte, die ihren Kopf für uns, für unseren Rechtsstaat in Köln hingehalten haben. Nur ein Innenminister, der sich hinstellt, auch heute, und wieder alle Schuld von sich weist und sagt, die Verantwortung für die falsche Lagebeurteilung läge allein vor Ort, der wird diesem Anspruch nicht gerecht. Es ist richtig, Herr Minister, da trägt der Behördenleiter mit seinem Einsatzführer die Verantwortung. Er entscheidet über den Polizeikräfteansatz, den das LZBD dann besorgen muss. Aber spätestens durch Ihren Umgang mit den Ereignissen tragen Sie als Minister nun die volle Verantwortung für den Einsatz. Und ja, das war ein Angriff auf unser Wertesystem und unseren Rechtsstaat. Wir haben mehrere Wirkungstreffer erhalten. Aus Sicht der Rechtsextremen, der Chaoten, war die Demo ein Erfolgserlebnis. Mehrere Wirkungstreffer. Zum einen mediale Aufmerksamkeit. Mehr geht kaum. Also Titelseiten im In- und Ausland und dann Teilnehmer, die sich auch noch brüsten mit den Schlagzeilen, die sie dort geschafft haben. Die Szene fühlt sich im Aufwind. Und man hat den gewünschten Schlagabtausch provoziert. Das Gewaltpotenzial wurde mal demonstriert. Man hat sich ganz offen, oder man hat ganz offen auch seine Gesinnung demonstriert. Da wurde sehr nur wenig Mühe gegeben, so zu tun, als ob man demokratische Anliegen habe. Stattdessen rechte Lieder, Hitlergrüße, Beleidigungen. Allein das Lied der Band Kategorie C wurde in der Nacht noch 40.000 Mal im Internet angeklickt. Und dann auch noch freies Geleit für die Straftäter, auch noch erzwungen durch die zahlenmäßige Übermacht der Menge. Und was im Grunde am schlimmsten ist, man hat Mobilisierungsstärke gezeigt. Der rechte Mob von 4.800 gewaltbereiten Subjekten konnte sich zu einer neuen Dimension zusammenrotten, ungehindert auf der Straße wüten und nach draußen ins Internet, in die Welt geht das Signal des rechten Mobs. Das ist unser Land, uns kann keiner was, mit fatalen Folgen, die vielleicht noch gar nicht abzusehen sind. Ja, deswegen, Herr Innenminister, wenn Sie nach so einem Ergebnis, nach so einem Ereignis dann hinstellen und sagen, Ihr Konzept, das Einsatzkonzept habe funktioniert, dann ist das schon ein Armutszeugnis. Und das ist vor allen Dingen auch ein Schlag in das Gesicht der Beamtinnen vor Ort, Beamtinnen und Beamten, die vor Ort den Kopf hingehalten haben. Die Polizeibeamten, vor die Sie sich stellen, die fühlen sich durch ihre Einlassung ja eher verhöhnt. Sie haben der Polizei damit einen Bärendienst erwiesen. Man sieht es doch. Da werden den Zeitungen interne Dokumente zugespielt. Ihre Polizeibeamten offenbaren sich der Presse, weil sie sich ihnen nicht mehr offenbaren wollen, weil sie das Vertrauen in sie verlieren. Und das kommt am Ende dabei raus, wenn man sich hier hinstellt, Sachen schönredet, nichts verändert und was am allerschlimmsten ist, am Ende noch nicht einmal die Verantwortung dann dafür übernehmen möchte. Wie oft wollen Sie das eigentlich noch machen, Herr Minister? Sich hier hinstellen und sagen, damit haben Sie gar nichts zu tun. Solange bis auch wirklich dann der letzte Beamte den letzten Funken Vertrauen verloren hat. Also das finde ich beschämend. Und zum Einsatzkonzept, das Sie verteidigen, ja, hinterher ist man schlauer, das stimmt. Hinterher ist man immer schlauer. Aber, Herr Kosinski, ich habe mir auch die Freiheit genommen und habe mit Fachkräften gesprochen, mit erfahrenen Einsatzbeamten. Und die haben mir gesagt, hier sind so eine Fülle von Schwachstellen, Füllen von Fehlern, die es aufzuarbeiten gilt. Und heute haben wir dazu vom Innenminister kein einziges Wort gehört. Kein einziges Wort. Es ist der Hinweis auf den Bericht im Innenausschuss erfolgt. Wir sind ja gespannt, Herr Minister, wir warten auf Antworten. Aber was hätte man besser machen können beim Einsatz in Köln? Also erstens, auch wenn ein Verbot der Veranstaltung wohl nicht in Frage kam, aber wenigstens Auflagen hätte man verhängen und durchsetzen müssen. Der Veranstaltungsort. Ja, ist die Frage, auf welcher Rechtsgrundlage? Wir haben ja hier einen Widerspruch. Ich bitte Sie auch, den aufzulösen. Auf der einen Seite haben wir Berichte, zum Beispiel den Bericht von Westpol, die sagen, okay, man hat mit 700 gewaltbereiten Teilnehmern gerechnet. Dann sagen Sie, man war ja sehr präzise unterwegs und konnte sagen, 4.000 bis 4.800 gewaltbereite Teilnehmer, wo man bei dem Klientel schon davon ausgehen würde, dass es hier zu Problemen kommen konnte. Und da frage ich Sie, warum hat man dann nicht an dem Versammlungsort gearbeitet? Warum hat man es nicht verlegt, beispielsweise auf die Messe? Warum hat man keine Auflagen gesetzt? Alleine, wenn man es verlegt hätte, selbst auf die Messe, wäre der Polizeikräfteeinsatz immer noch knapp bemessen
gewesen? Und warum wurden x-fach erprobte Elemente der polizeilichen Arbeit nicht eingesetzt? Mehrfach hier gefallen, warum war keine Einsatzstaffel, keine Reiterstaffel vor Ort? Warum waren erfahrene Kölner Beamte, die die Hooligan-Szene bestens kennen, nicht an der Planung beteiligt oder im Einsatz? Oder warum gab es keine Maßnahmen zur Vermeidung, dass bestimmte Personen überhaupt anreisen? Warum fehlten Vorkontrollen? Warum wurden aus der Datei Gewalttäter Sport mit Name und Adresse bekannte Gewalttäter nicht im Wege von Gefährderansprache aufgesucht? Herr Kollege, warum fehlten Raumschutzzonen, ich komme gleich zum Schluss, wie zum Beispiel bei der Demo 2008, die bereits viel Gefahrenpotenzial ausschließen können? Warum gab es keine Greiftrupps aus SEK, um die Redelsführer herauszuholen? Gab es überhaupt eine Gefangenensammelstelle? Oder warum hat man nicht die Altglascontainer, die da auf dem Weg stehen, warum hat man die nicht beseitigt oder geleert? Ein ganzes Arsenal an Wurfgeschossen, an Munition. Also die Fahrradständer am Bahnhof hat man nicht abgebaut. Überall war noch die Bestuhlung an der Außengastronomie. Sie waren nicht vorbereitet. Wir haben im Innenausschuss gefragt, wie denn die Vorbereitung ist. Und es zeigte sich, sie waren nicht vorbereitet. Herr Kollege, Ihre Redezeit ist schon lange überzogen. Und im Ergebnis 17 freiheit erziehende Maßnahmen, wenn allein 30 Randalierer einen Polizeibus vor den Augen der Polizei umwerfen und sich danach ungestört wieder in die festgesetzte Masse begeben können, das ist ein Offenbarungseid des Rechtsstaates. Und genauso hat es auch die Szene aufgenommen, das und einen Innenminister, der offenbar jeden Anspruch. So, vielen Dank, Herr Kollege, das war ein sehr guter Redebeitrag bis hierhin. Jetzt ist die Redezeit lange überzogen und ich finde es ehrlich gesagt nicht dem Hohen Haus angemessen, auf diese Weise auf eine Einlassung des Präsidenten zu reagieren. Vielen Dank, Herr Lörbke. Als nächster Redner spricht für die Grüne Fraktion Frau Kollegin Schäffer. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Nachbereitung, dazu bin ich gerade aufgrund der Zeit nicht mehr gekommen, aber eine Nachbereitung eines Polizeieinsatzes ist richtig und ist wichtig und das tun wir in der Regel immer bei größeren Polizeieinsätzen im Innenausschuss. Leider beteilige sich in der Regel weder die CDU noch die FDP an diesen Diskussionen, was ich da vermisse. Ich bin gespannt auf die Diskussion im Innenausschuss, ob Sie die Fragen und die Vorwürfe, die Sie hier formulieren, dann dort auch mit uns ausdiskutieren werden. Weil ja, es stimmt, es gibt Fragen und ich finde es auch legitim, dass Bürgerinnen und Bürger auch Fragen stellen und diese haben. Natürlich zum Versammlungsort, zu den Auflagen. Es hat übrigens Auflagen gegeben. Also zu behaupten, es gäbe keine Auflagen, ist einfach schlicht falsch. Natürlich hat es Auflagen gegeben. Standen vorher auch im Internet, hätte man sich auch darüber informieren können. Die gab es. Aber dass es sozusagen Fragen gibt zum Polizeieinsatz, das finde ich legitim und dass wir diese nachbereiten müssen und beantworten müssen, finde ich auch richtig, weil es hier auch darum geht, das Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern in die Polizei zu stärken. Und dazu gehört eben auch die Nachbereitung eines Polizeieinsatzes. Ich will aber noch mal was sagen zum Thema Verbote, weil das ja auch Herr Laschet zu Beginn ja auch angeführt hat, man hätte im Vorfeld verbieten müssen. Ich will hier noch mal zu sagen, für natürlich ist es für Demokratinnen und für Demokraten nur schwer auszuhalten, dass wir solche Demonstrationen erleben müssen. Nicht nur die jetzt in Köln, sondern auch an vielen anderen Orten in Nordrhein-Westfalen, in Dortmund haben wir häufig diese Aufmärsche. Es ist schwer zu ertragen, wenn solche Gestalten, solche Rechtsextremisten durch unsere Innenstädte laufen. Da sind wir uns, denke ich, auch einig. Aber ich finde diese Forderung nach Verboten ehrlich gesagt immer ein bisschen zu einfach. Weil es gibt eine hohe rechtliche Hürde für den Verbot von Versammlungen. Die Versammlungsfreiheit hat Verfassungsrang in unserem Land und das ist auch gut so. Und Versammlungen können nur verboten werden, wenn sie tatsächlich konkrete Anhaltspunkte haben. Und ich finde auch, dass wir aufgrund solcher Gruppierungen nicht unsere eigenen Grundrechte einschränken dürfen. Ganz im Gegenteil, sondern unsere Grundrechte verteidigen müssen, die wir haben. Und das habe ich gerade schon gesagt, wenn uns Anhaltspunkte für Verbote von zukünftigen Versammlungen dieser Gruppierung vorliegen, dann müssen wir diese konsequent nutzen, damit wir solche Bilder nicht nochmal erleben müssen. Herr Lohn, Sie hatten mehrere Vorwürfe hier angesprochen, auf die ich gerne eingehen möchte. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich billig, jetzt hier zu sagen, das SEK hätte kommen müssen, die Reiterstaffel hätte kommen müssen, dann wäre das so nicht passiert. Nochmal zum SEK. Das SEK gehört fachlich nicht auf eine Demonstration. Das SEK wird bei polizeilichen Sonderlagen wie Geiselagen, bei Entführungen, bei Erpressungen eingesetzt, aber doch nicht auf Demonstrationen. Und Herr Lürbke zum Thema Eingreiftrupps. Ja, in Bayern gibt es sowas, da gibt es die Beweissicherungen und Festnahmeeinheiten. Sowas haben wir aus gutem Grund, finde ich zumindest, in
Nordrhein-Westfalen nicht, weil wir nämlich in Nordrhein-Westfalen auf eine deeskalierende Lage setzen und solche Gruppen nicht einsetzen und unsere Hundertschaften ausgebildet sind für Demonstrationslagen, dafür fortgebildet sind und deshalb sind es auch die richtigen Ansprechpartner. Und Herr Lohn, zum Thema Verfassungsschutz und V-Leute. Wir hätten keine V-Leute mehr in der rechtsextremen Szene seit unserem neuen Verfassungsschutzgesetz. Also Entschuldigung, aber das ist wirklich ziemlicher Humbug, den Sie hier verbreiten. Es gibt keine V-Leute mehr in der NPD in den Führungsetagen aufgrund des NPD-Verbotsverfahrens. Damit wir das Verbot durchbekommen, sind die dort abgeschaltet worden. Aber das gilt doch nicht für die gesamte rechtsextreme Szene. Man muss vielleicht hier nochmal zur Erläuterung zum Verfassungsschutz sagen, dass der Verfassungsschutz zu Recht nicht jeden Gewaltbereiten in diesem Land beobachten darf, sondern nur dann, wenn tatsächlich Anhaltspunkte für die Gefährdung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung vorliegen, wenn eine verfassungsfeindliche Bestrebung vorliegt, aber nicht, wenn Menschen einfach nur, in Anführungsstrichen, gewaltbereit sind. Und das ist auch richtig so. Und das hat sich auch durch unser neues Verfassungsschutz ja überhaupt nicht geändert. Also insofern sind Sie da wirklich auf der völlig falschen Spur, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, und wir diskutieren ja hier eigentlich auch noch über den FDP-Antrag. Ich habe leider wieder zu wenig Zeit. Aber ich will auch hier nochmal sagen, hier werden zwei unterschiedliche Sachen miteinander vermengt. Sie führen in Ihren Antrag auf der einen Seite müssen wir gegen den Salafismus vorgehen und wir müssen gegen die Hogesa vorgehen. Bei beiden haben Sie recht, aber Sie können nicht beides miteinander vermengen, weil beides unterschiedliche Phänomene sind. Und Sie können auch nicht diese Ausschreitungen von Hooligans gegen Salafismus und diesen Rechtsextremen, können Sie damit nicht rechtfertigen, dass es den Salafismus gibt, sondern sie müssen beides voneinander trennen und ich glaube, das gebietet eigentlich auch die fachliche Auseinandersetzung, dass wir beides auch entsprechend beurteilen. Den Bericht werden wir... Naja, und Sie reden kein Wort von dem eigentlichen Problem, was wir in diesem Land haben. Das finde ich beschämend, wenn ich das mal so sagen darf. Vielen Dank, Frau Schäffer. Und für die Fraktion der Piraten ist jetzt Herr Schatz als nächster Redner gemeldet. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wissen Sie, Herr Minister Jäger, ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, dass ich Sie gern und häufig kritisiere und dass ich jetzt mal aus rein fachlicher Sicht, ich sage mal, nicht gerade der größte Fan bin. Aber trotz allem müssen Sie auch zugeben, dass ich dabei im Großen und Ganzen eigentlich ziemlich fair agiere. Ich meine, ich glaube, ich bin aus der Opposition so ziemlich der Einzige, der Sie im Innenausschuss oder auch hier, da wo es aus meiner Sicht sachlich und fachlich richtig ist, auch mal verteidigt. Und der nicht einfach nur draufhaut, weil sich gerade irgendeine Gelegenheit bietet. Ja, letzte Woche erst wieder ein sehr gutes Beispiel, wo es zum Beispiel um Ihr Konzept der Reduzierung der Einsatzbelastung bei der Polizei im Fußball ging, wo CDU und FDP geradezu auf Sie eingedroschen haben, habe ich nicht in diesen Kommentar eingestimmt, sondern habe mich vor Sie gestellt und Ihr Konzept verteidigt, weil es im Grundsatz einfach richtig ist. Ja, auch wenn in der Umsetzung hier und da Fehler passiert sind. Machen wir uns nichts vor, wo Menschen agieren, werden Fehler gemacht. Das ist so sicher wie der Tod und die Steuern. Die einzig wichtige Frage dabei ist doch, wie gehen wir damit um? Was lernen wir daraus? Welche Konsequenzen ziehen wir daraus, um die Fehlerquote zumindest in der Zukunft so gering wie möglich zu halten? Und deshalb gehört es für meine Fraktion, aber auch für mich persönlich, einfach zu meinem Selbstverständnis, Kritik nicht immer und überall völlig undifferenziert zu äußern, in der Hoffnung, dadurch vielleicht mal irgendwann eine Presseerwähnung zu bekommen. Ich habe auch die Hoffnung, dass durch dieses Vorgehen dann die Kritik von meiner Seite, oder dann bei Kritik von meiner Seite, eventuell auch mal hingehört wird und nicht einfach nur gesagt wird, ja, der ist ja von der Opposition, die kritisieren immer nur alles, was ich mache und die kritisieren einfach jeden, da brauche ich gar nicht mehr hinhören. Aber Sie, Herr Jäger, Sie machen es mir echt schwer, diesem Prinzip treu zu bleiben. Egal, was passiert und egal, wie viele Fehler begangen werden, Sie stellen sich hier hin oder natürlich am liebsten vor die Kameras mit den Cojones eines Elefanten und sagen sinngemäß immer den gleichen Satz. Das Innenministerium hat alles richtig gemacht und wenn was falsch gelaufen ist, dann war es nicht unsere Schuld. Wir müssen uns hier alle mal klar machen, worüber wir reden. Wir reden hier über 4.000 bis 5.000 Personen, bei denen einem schon der gesunde Menschenverstand sagen muss, dass der Großteil hochgradig gewaltbereit ist. Das sind Menschen, die suchen die Gewalt nicht nur, nein, die haben da sogar Spaß dran. Und die Polizei ist in deren Augen sowieso der Gegner. Und Frau Schäfer, bei diesen Menschen, da hilft auch keine Deeskalationsstrategie mehr. So wie es bei normalen Einsätzen der Fall ist. Wenn die Polizei nicht eskaliert, dann machen die das für die.
Und in so einer Situation kommt die Polizei mit 1.300 Beamten und ist mit einem Verhältnis von 4:1 hoffnungslos unterlegen. Also, liebe Kollegen von der regierungstragenden Fraktion und Herr Minister Jäger, wenn das so geplant sein sollte, dann kann ich den ca. 50 verletzten Beamten nur anraten, eventuell mal eine Klage gegen den Dienstherrn anzustreben, wegen Verletzung der Fürsorgepflicht. Und dass wir hier und heute nicht von mehr als 50 verletzten Beamten sprechen, ist zu einem großen Teil nichts weiter als pures Glück. Und da, wo es kein Glück war, ist es auch mal an der Zeit, den eingesetzten Beamten, und zwar denen, die in voller Montur mittendrin standen, einfach mal für ihren Einsatz zu danken. Ihnen dafür zu danken, dass sie wenigstens versucht haben, das Versagen der Führungsebene, und da spreche ich das MIG insbesondere mit an, so gut es ging, zu kompensieren. Und trotz all dieser Bemühungen lief der Einsatz im Großen und Ganzen einfach richtig schlecht. Weil Sie sich auf Zahlen der CIS verlassen haben. Einer Datei, die, wie Sie jetzt eindrucksvoll selbst erleben durften, völlig zu Recht seit Jahren in der Kritik steht. Dieses Chaos in Köln, und das war nichts weiter als ein Chaos, ist das Ergebnis Ihrer Politik. Und trotz allem, Herr Minister, wenn man Sie so reden hört, könnte man meinen, der Innenminister ist quasi qua Amt fehlerbefreit und die Polizei natürlich auch. Aber wissen Sie, die Polizei selber hat es wenigstens zum Teil eingesehen. Da haben wenigstens die unteren Ebenen Fehler eingeräumt. Man bemerkte einen gewissen Lernprozess. Bei Ihnen allerdings nicht. Und genau das fördert nicht gerade das Vertrauen in Ihr Amt, das fördert nicht das Vertrauen in Ihre Person und es fördert nicht das Vertrauen in Ihr Handeln. Sie müssen sich über eines bewusst sein. Ich kann es völlig nachvollziehen, wenn Sie der Opposition irgendwann nicht mehr zuhören, weil Sie sagen, die Kritik ist nicht glaubwürdig, die kritisieren doch sowieso alles, was ich mache. Aber genauso sind Sie nicht glaubwürdig, wenn Sie sich ständig hinstellen und sagen, Sie hätten immer alles richtig gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schatz. Für die Landesregierung meldet sich Herr Minister Jäger zu Wort. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die polizeifachliche Beurteilung der Einsatzplanung und der Einsatzdurchführung reicht es eben nicht, Herr Laschet, nach dem Begriff Hooligan im Internet zu googeln, sondern es ist schon etwas komplexer. Und Herr Laschet, der Polizeiführer Rüschenschmidt in Köln war lange Zeit im Innenministerium tätig, ist polizeilich und fachlich außerordentlich gut, ich schätze ihn sehr. Und seine Planung, die er über Tage mit den Abschnittsführern der Bereitschaftspolizei durchgeführt hat, einfach Herr Lohn vom Tisch zu wischen mit der Behauptung, einfach mal so in den Raum gestellt, da müssten Lohnkosten gespart werden. Das wird der Arbeit von diesen Fachleuten, Herr Lohn, schlichtweg nicht gerecht. Und das sollten Sie auch unterlassen. Wir werden uns ganz sicher in der Innenausschusssitzung mit der Frage beschäftigen, ob SKBs da waren, szenekundige Beamten, die waren aus ganz Deutschland da. Wir werden uns mit der Frage beschäftigen, warum keine Hunde da waren, sondern sie doch da waren. Wir werden darlegen, wo die Reiterstaffeln im Einsatz waren. Wir werden sicherlich darüber diskutieren, ob es wirklich ein sinnvoller Vorschlag ist, Spezialeinsatzkräfte bei Demonstrationen einzusetzen. Wenn wir alles tun, das werden wir alles einsatzfachlich dort diskutieren. Was mir aber noch mal wichtig ist in dieser Debatte, ein paar Dinge richtigzustellen. Die Zahl der in Gewahrsam nahmen, sagt nichts darüber aus, ob ein Polizeieinsatz gut oder schlecht war. Weil die Polizei, gerade wenn eine solche Gewalteskalation stattfindet, immer das vorrangige Ziel der Gefahrenabwehr vor der Strafverfolgung hat. Und ich finde, dass es gelungen ist, dass dieser Mob nicht durchbrechen konnte durch die Polizeiketten, dass die nicht marodierend durch Kölner Stadtteile zogen. Das ist einer sehr guten Planung und vor allem einer sehr guten Durchführung des Einsatzes von Polizeibeamten an dieser Stelle am Eigelstein zu verdanken, die sich da reingestellt haben, das Kreuz bereit gemacht haben. Und ich finde, da muss man sich auch mal ein Stück weit bedanken, Herr Laschet. Was mir in dieser Diskussion völlig untergeht, ist diese, oder was droht in dieser Diskussion, diese Gleichmacherei, das waren ja Hooligans, es ist ja klar, dass die gewalttätig sind. Das ist leider nicht so. Ohne zu viel aus den Staatsanwaltschaften die Ermittlungen auszuplaudern, haben wir folgende Situation zuteil. Ich glaube, dass wir am Ende in eine dreistellige Strafverfahrenszahl kommen.
dass wir zurzeit 45 Tatverdächtige haben. Von den 45 Tatverdächtigen sind 4 bekannt als Gewalttäter im Sport, also verurteilt wegen solcher Taten. 3 sind bekannt als Gewalttäter, als Straftäter rechts, sind auch da rechtskräftig verurteilt. Aber jetzt, meine Damen und Herren, kommt es. Es sind 11 Strafverfahren eingeleitet gegen Personen, die als Gewalttäter ohne jeden Sportbezug, ohne jeden Extremismusbezug in der Vergangenheit auffällig und verurteilt worden sind. Das ist ein Hinweis darauf, dass das, was da vor 2 Wochen sich versammelt hat in Köln, mit den klassischen Erklärungsmustern Rechtsextremisten und Hooligans nicht mehr ausreicht. Da ist etwas anderes entstanden. Da ist nämlich, hat sich eine Gruppierung, ein Mob zusammengetan aus Gewalttätern, Sport, Rechtsextremismus und allgemeine Straftäter, die ein Thema, das die Mitte unserer Gesellschaft, nämlich der Salafismus, wirklich berührt, aus der Mitte der Gesellschaft in an den extremistischen Rand geholt haben unter dem Motto, wenn wir jetzt uns um das Thema kümmern, dann sind wir auch die Guten. Und wenn es tatsächlich gelingen sollte, den organisierten und den von den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder beobachteten Rechtsextremisten, die ungefähr 10% der Demonstranten ausgemacht haben, wenn es denen gelingen sollte, eine solche Bewegung für sich zunutze machen, dann haben wir in Deutschland ein ernsthaftes sicherheitspolitisches Problem. Und deshalb, meine Damen und Herren, wird das Thema in 4 Wochen auf der Innenministerkonferenz sein. Ich bin mit meinen Kollegen durchweg einer Meinung. Dass sich so etwas formiert, neu formiert, sehr gewaltbereit, sehr gut organisiert, sehr gut mobilisierbar über soziale Medien, was sich da entwickelt, müssen wir sehr genau im Auge behalten. Das ist übrigens nicht nur lösbar durch Sicherheitsbehörden. Da müssen die Ursachen soziologisch analysiert werden. Das haben wir in Auftrag gegeben, das werden wir auch tun. Weil wir ernsthaft Besorgnis haben, dass sich hier etwas verfestigen könnte, was die rechtsextremistische Szene in Deutschland sich zunutze und damit sie deutlich stärker machen könnte als in der Vergangenheit. Meine Damen und Herren, das bitte ich in dieser Diskussion zu beachten. Und als Letztes an Sie gerichtet, Herr Lohn, wir hätten keine V-Leute mehr im Bereich Rechtsextremismus, weil ich die abgezogen hätte. Herr Lohn, ich bitte Sie, auch das zur Kenntnis zu nehmen, dass eine solche Aussage schlichtweg falsch ist. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Für die CDU-Fraktion spricht nun Herr Kollege Kruse. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich werde nicht müde zu wiederholen, dass für die Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Deutschland die Polizei zuständig ist. Diese Aufgabe ist Ländersache. Seit mehr als 4,5 Jahren wird die rot-grüne Landesregierung mit dem federführenden Innenminister Ralf Jäger dieser Verantwortung nicht gerecht. Rot-Grün hat den Hals tief in der Schlinge, finanzpolitisch, kommunalpolitisch und nicht zuletzt sicherheits- und ordnungspolitisch. Dafür trägt dieser Innenminister in besonderer Weise die Verantwortung. Zitieren möchte ich aus einem Interview des ehemaligen Präsidenten des Verfassungsgerichts aus dem Kölner Stadtanzeiger vom 29.10. Der ehemalige Richter Bertrams, Zitat Anfang mit Erlaubnis des Präsidenten. Minister Jäger hat nun schon mehrfach erleben müssen, wie seine minimalistische Strategie Deeskalation durch verringerte Polizeipräsenz scheitert. Gewaltbereitschaft und Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nehmen dramatisch zu. Gleichzeitig nimmt sich der Staat bei der Durchsetzung seines Gewaltmonopols zurück und schwächt die eigene Wehrhaftigkeit. Das kann nicht gut gehen. Zitat Ende. Und Schlagzeilen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben es alle in Erinnerung, Schlagzeilen der letzten Wochen wie Wohlfühlzone für Salafisten in Nordrhein-Westfalen, Scharia-Polizei in Wuppertal, circa 50.000 Einbrüche bei 1,5 Millionen registrierten Straftaten in Nordrhein-Westfalen, Bürgerstreife in Aachen und anderswo,
ca. 5000 Gewaltbereite in Köln. Diese Überschriften, verehrte Kolleginnen und Kollegen, haben in den letzten Wochen leider zugenommen. Unter Ihrer Regie und Ihrer Verantwortung, Herr Minister Jäger, in rot-grüner Verantwortung findet aus unserer Sicht ein Ausverkauf der inneren Sicherheit statt. Sie sorgen nicht nur dafür, dass das Gewaltmonopol des Staates lächerlich gemacht wird. Das ist schon schlimm genug, sondern auch, und das ist aus meiner Sicht außerordentlich bedrückend, dass die Bürger zunehmend das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates verlieren. Dies führt zu einer Staatsverdrossenheit. Auch dafür tragen Sie eine gehörige Mitverantwortung. Und Herr Minister Jäger, fragen möchte ich Sie, was sind eigentlich Ihre Maßstäbe für ein erfolgreiches Polizeikonzept? Es waren zu wenig Polizisten eingesetzt. In Ihrer Unterlegenheit waren Sie einerseits mitleiderregend hilflos, andererseits mussten Sie Wasserwerfer, Schlagstöcke und Tränengas einsetzen, die schärfsten Mittel, die es überhaupt gibt. Wenn solches exzessives Vorgehen nötig ist, dann ist das ein Scheitern des Konzepts auf der ganzen Linie. Und meine Frage an Sie, was sind Ihre Maßstäbe für erfolgreiche Polizeikonzepte? Aber was sind auch Ihre Maßstäbe für ein erfolgreiches Agieren eines Innenministers bei uns im Land Nordrhein-Westfalen? Empfehlen möchte ich Ihnen, dass Sie Ihre Vorgänger doch mal fragen, dass Sie so gestandene Innenminister, ja, ich nenne Franz Josef Niola, ich nenne Dr. Fritz Behrens, setzen Sie sich zumindest mit denen mal in eine Runde und fragen nach, ob Ihr Populismus, ob Ihr Aktionismus tatsächlich den Herausforderungen unserer Zeitabläufe gerecht wird. Wann, Herr Minister Jäger, wann kommen Sie endlich, auch das wiederhole ich an dieser Stelle noch einmal, wann kommen Sie endlich zur Einsicht in die Notwendigkeit, dass wir eine polizeiliche Gesamtstrategie in Nordrhein-Westfalen benötigen, die tatsächlich den Herausforderungen, den Ansprüchen an polizeiliche Arbeit in Nordrhein-Westfalen gerecht wird? Wann beenden Sie Populismus und Aktionismus? Und wenn Herr Körfges, wenn Sie nach mir das Wort ergreifen, nennen Sie mir eine einzige Initiative in den letzten 4 Jahren aus den rot-grünen Fraktionen zur Verbesserung der polizeilichen Arbeit. Nennen Sie mir einen Antrag, eine Gesetzesinitiative, die Sie auf den Weg gebracht haben. Dieser Innenminister Jäger schadet nicht nur dem Ansehen der öffentlichen Sicherheit in Nordrhein-Westfalen, sondern er ist ein Sicherheitsrisiko Numero 1 in Nordrhein-Westfalen geworden. Und deswegen muss auch die Ministerpräsidentin in die Verantwortung mit einbezogen werden. Ich denke, Frau Ministerpräsidentin Kraft, es ist hohe Zeit, dass Sie sich im Kabinett über die Ausrichtung, über die politische Arbeit dieses Innenministers mal intensiver unterhalten, als es vielleicht in der Vergangenheit erfolgt ist. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kruse. Und nun spricht für die SPD-Fraktion Herr Kollege Körfges. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Kruse, bei Ihren Rundumschlägen müssen Sie gut aufpassen, dass Sie nicht selber treffen. Das ist Ihnen gerade in Ihrem Wortbeitrag offensichtlich mehrfach gelungen. Ich will an der Stelle, bezogen auf die kleine Aufzählung, die Sie gemacht haben, lobend zur Kenntnis nehmen, dass Sie den letzten schwarz-gelben Innenminister nicht mit aufgezählt haben. Das wird wohl Gründe haben. Ich denke, es ist richtig, sich bei sozialdemokratischen Innenministern dafür zu bedanken, dass sie an ihrem Einsatz gegen Rechtsextremismus keinen Zweifel lassen. Und da beziehe ich Herrn Jäger ausdrücklich mit ein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn bei all dem, was wir hier gehört haben,
macht es schon betroffen. Und ich nehme da Kollegin Schatz, Kollegin Lobke und andere aus, dass es da so ein Leitmotiv gegeben hat, was mit den eigentlichen Ereignissen nichts zu tun hatte. Schlimmer noch, Herr Kollege Laschet, Forsch vorgetragen ist nicht immer die ganze Wahrheit, ist noch nicht mal die halbe Wahrheit. Das ist und bleibt zum Teil falsch. Das gilt für Ihre Einlassungen zum Demonstrationsrecht. Das gilt für das, was sachfremder Art und Weise der Herr Kollege Lohn, er müsste es eigentlich besser wissen, als Mitglied des PKG zum Verfassungsschutz gesagt hat. Und das gilt auch bezogen auf die Äußerungen zur Gefährderansprache. Meine Damen und Herren, das ist billiger und platter Populismus gewesen und lässt den vollkommen falschen Eindruck aufkommen, dass nicht die notwendige Diskussion mit dem rechtsextremen Mob hier im Vordergrund steht, sondern kleinteiliger parteipolitischer Geländegewinn. Wir sollten, anstatt sich hier in Ritualen abzuarbeiten, alle Kräfte stärken, die mit uns gemeinsam nicht hinnehmen wollen, dass Horden von Neonazis das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit missbrauchen. Und diese Erkenntnis ist Gott sei Dank im Bereich der Fußballfans, der Fankultur wesentlich weiter verbreitet als ganz offensichtlich bei Ihnen. Ich bedanke mich ganz ausdrücklich bei den Bundesliga-Vereinen, die mittlerweile verbieten, dass in den Stadien diese Hogesa-Symbolik überhaupt noch stattfindet. Ich bedanke mich bei den Fans, die sich abgrenzen ganz bewusst von dem, was da als Hooligans daherkommt und an in Aktionseinheit mit der NPD, der Rechten und Pro-NRW, der German Defence League und anderen den Rechtsstaat in Frage stellt. Nur, Herr Kollege Laschet, das würde Ihrer Glaubwürdigkeit in diesen Fragen sicherlich nicht schaden, auch in eigenen Reihen da mal für Ordnung zu sorgen. Nach wie vor gibt es gemeinsame Abstimmungen zwischen Pro-NRW, der AfD und der CDU in Stadtbezirken in Köln. Äußern Sie sich doch da mal zu. Sie können sich sicherlich bei Ihren Kölner Kollegen mal erkundigen. Und ich kann Ihnen nur sagen, an der Stelle ist es dann auch unsäglich, wenn Sie hier hingehen und fabulieren über die Möglichkeit eines Verbotes der Veranstaltung. Das zeigt, dass Sie sich mit Demonstrationsrecht bis jetzt offensichtlich noch nie beschäftigt haben und stattdessen hier nur populistische Wolken schlagen wollen. Herr Kollege Laschet. Da gibt es zu Recht, Sie können ja bei Gelegenheit noch mal versuchen, sich zu informieren. Am besten sind Sie jetzt still. Sie haben schon genug Unsinn zu dem Thema hier verbreitet. Wenn es künftig gilt, ähnliche Vorgänge zu verhindern, werden wir handeln. Aber Herr Laschet, wer sich im Nachhinein mit hoher gespielter Empörung hier dahingehend einlässt, das mögliche Ausmaß der Gewaltbereitschaft sei vorhersehbar gewesen. Lieber Herr Kollege Laschet, das ist nicht sachgerecht, das ist selbstgerecht und da sind Sie ein großer Meister drin. Und Herr Stamm, jetzt auch an die Kolleginnen und Kollegen der FDP. Wer hier hingeht und in einem Antrag einen Zusammenhang zwischen dem Salafismus auf der einen Seite und den Ausschreitungen in Köln herstellt, wissen, was der macht? Der ist genau diesem braunen Mob auf den Leim gegangen, die doch nur einen Anlass gesucht haben, doch inhaltlich überhaupt nicht motiviert waren. Es ist das Recht und die Pflicht der Opposition, Vorgänge kritisch zu hinterfragen. Ja, wir haben im Innenausschuss noch eine Menge Gelegenheit und wir sollten uns mit den zugrunde liegenden Phänomenen beschäftigen. Sozialdemokraten in unserem Land haben in ihrer Entschlossenheit in dieser Frage, in ihrer 150-jährigen Geschichte, niemals einen Zweifel aufkommen lassen. Und lieber Herr Laschet, ja, der Reichskanzler Josef Wirth vom Zentrum hatte recht, der Feind steht rechts, das muss aber hier und heute auch gelten. Und von daher sollten wir die notwendigen Diskussionen innerhalb des demokratischen Spektrums, die notwendige Auseinandersetzung mit den Rechtsextremen nicht überlagern lassen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Köfkes. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor und damit beenden wir die Aussprache und kommen zur Abstimmung. Erstens über den Antrag der Fraktion der FDP, Drucksache Nummer 7168.
Die antragstellende Fraktion hat direkte Abstimmung beantragt. Wer stimmt also diesem Antrag der FDP-Fraktion zu? CDU und FDP sowie Herr Stein fraktionslos. Wer stimmt dagegen? Fraktion der Piraten, die SPD-Fraktion und Bündnis 90 die Grünen. Gibt es Enthaltungen? Es gibt keine Enthaltung. Damit ist dieser Antrag mit Mehrheit abgelehnt. Zweitens entscheiden wir über den Entschließungsantrag der CDU-Fraktion, Drucksache 7234. Wer stimmt diesem Entschließungsantrag zu? Die CDU-Fraktion, Herr Stein fraktionslos und die FDP-Fraktion. Wer stimmt gegen diesen Antrag? SPD und Grüne stimmen gegen diesen Antrag. Und wer enthält sich? Es enthält sich die Fraktion der Piraten. Gleichwohl ist der Entschließungsantrag mit Mehrheit abgelehnt. Vielen Dank. Damit ist die Aktuelle Stunde beendet und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 3.